Ladies and gentlemen, this is a blackout. Herzlich willkommen hier im Deutschen Theater in München. Wunderbar. Ist es nicht schön? Ja, es ist schön daheim. Herzlich willkommen zu Blackout. Habt ihr das Britzel im Vorspann? Sind euch erschrocken? Ich schaue so oft hinten vor. Manche Leute... Ich hatte letztes Mal Leute im Publikum in den ersten Reihen. Ein Stromausfall beim Programm Blackout. Was für ein Zufall. Die glauben es heute noch. Ja, Blackout kommt vom Englischen to Blackout. Wenn die Sicherung fliegt, wird es dunkel. Aber ich möchte mal ganz runter. Es gibt eine Grunddefinition. Der Wikipedia-Schorsch sagt Folgendes. Blackout ist das plötzliche, völlige Versagen eines Zustands. Da wird's ruhig, viel überlegen, in welchem Zustand bin ich gerade? Wird's durch einen Blackout besser, wird's schlechter? Nein, pass auf, wir bringen uns jetzt alle mal auf dasselbe Level am Anfang. Wer hat alle schon mal einen Blackout gehabt? Hand hoch. Das müssen mehr sein hier in München. Entschuldigung, ich habe diese Tour gestartet, letztes Mal in München. Einen Tag nach dem Oktoberfest, da hat 2000 Münchner... Ein 10-jähriger Junge in der ersten Reihe. Papa, was soll ich tun? Matti, du hast auch schon mal einen Rausch gehabt. Nein, wer hat alle schon mal Blackout gehabt? Jetzt noch mal die reelle Zahl. So, da werden es mehr, ja, da wird... Wie, was jetzt? Eher so, weiß ich nicht, was... Schon mal einen gehabt? Na, aber die Hand ist gezuckt, oder? Was, aber ich hatte einen gehabt. Bei was? Ähnlich wie Oktoberfest. Was ist ähnlich wie Oktoberfest? An einem Samstagabend in London, nur besoffene Raff. Nein, aber ich weiß, das ist natürlich der Klass, aber schön, dass natürlich sowas kommt. Weil es ist wirklich manchmal verwunderlich. Ich habe in Ringspur gespielt und da melden sich zwei so Kernige, und denken, die zwei, das muss der Blackout des Jahrhunderts sein, habe ich gefragt. Und bei was war der Blackout? Latein. Also, Alter! Klar, ich weiß. Es ist schon so, weil jeder hat schon mal einen Prüfungsblackout gehabt. Das so fängt sie an. Oder jeder war schon mal so, mein, ich habe alles gelernt, alles habe ich gelernt. Ich habe alles gewusst. Es war alles und dann war es weg. Aber ich habe alles gewusst. Gestern, zu Hause, Nachmittag, allein, alles habe ich gewusst. Das ist wie beim Sex. Ne? Wenn du versagt hast, aber du weißt, gestern habe ich alles gekonnt, zu Hause, allein. Ich war so gut. Nein, war ich gut. Aber. Aber gut, okay. Oberklassiker Blackout, natürlich saufen. Dieser Moment, du wachst auf. Wo bin ich hier? Wo ist mein Auto? Wer ist das? Wie komme ich hier wieder weg? So ist die große Koalition entstanden. By the way. Gabriel Merkel, Seehofer, waren beim Saufen. Am nächsten Morgen Filmriss aufwacht und dieselben Sätze. Wo bin ich hier? Wo ist mein Auto? Wer ist das? Wie komme ich hier wieder weg? So, und das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Aber wenn du dann da bist
Bleckert. Dann kommen die ersten Erinnerungsfetzen. Okay, pass auf, gestern war ich auf der Betriebsfeier. Aber der Rest ist Lücke, nichts mehr. Du weißt aber auch, alle anderen, die dabei waren, kennen den Inhalt der Lücke. Du bist der Einzige, der nicht mehr weiß, was passiert ist. Jetzt weißt du aber auch, morgen musst du wieder in die Arbeit gehen. Scheiße, wie mache ich das? Okay, ich tue so, als ob nichts passiert ist. Vielleicht war ja auch nichts. So, und du gehst in die Arbeit und es wird ein Pfad der bitteren Erleuchtung. Kommst rein, triffst den ersten. Hallo, guten Morgen. Servus. Hallo, guten Tag. Und es geht dann so weiter, bis dein Chef vor dir steht. Und dann gibt's keine Belobigung, dann kommen nur so Sätze wie, ja, guter Mitarbeiter, das war schon ein bisschen krass, wie Sie da auf dem Tisch getanzt sind, nackt mit einer Feder im Hintern. Und was antwortest du dann da drauf? Ja, ich wollte nur Staub wischen. Okay, früher war das der Worst Case, der Maximalschaden bei einem Blackout, oder? Job verloren, paar Freunde verloren, mir ist nicht passiert. Heute kann das ganz anders ausgehen. Ein Tag später, in der U-Bahn, wildfremde Menschen lächeln dich an und bewegen sich komisch. Und du weißt, du bist ein neuer YouTube-Hit. Irgendjemand hat dein Video auf YouTube gestellt, hat's mit passender Musik unterlegt. Es funktioniert. Ja. Aber danach hilft keine Flucht, egal wo du hinfliegst auf dieser Welt. Du kannst nach Korea fliegen, da stehen 10.000 Koreaner am Rollfeld. Shake it, shake it, shake it, shake it. Die stehen auf sowas, ja. Und das alles wegen eines kleinen Blackouts. Ich war damals 2003 beim großen Strom-Blackout in New York. Weiß ich, ob sich da immer noch dran erinnert. 8 Millionen New Yorker ohne Strom. Plötzlich Licht weg. Ich saß in meinem Apartment. Oh Scheiße, was? Und dann kommt die Angst im Kopf. Was ist das? Terrorangriff, Zombies. Und das ist es. Wenn du durch die Angst kriegst du einen nächsten Blackout. Der Blackout, Angst, Blackout. Weil ein Blackout erzeugt den nächsten beim rationalen Denken. Ich gebe euch mal ein weiteres Beispiel. Vor einiger Zeit kamen in Russland riesige Meteoriten runter. Und sofort war in der Boulevardpresse, wird die Menschheit aussterben durch Meteoriten. Ne? Und ich meine, ich finde es sowieso immer total nett von Meteoriten, dass die immer Gegenden runterkommen, wo gar nichts los ist. Oder Russland in der Taiga, wo man nur auf die Seiten hupfen kann. Ja, hallo. In New York oder Tokio stehst du da. Oh, Meteoriten. So. Aber wie gesagt, Panik in der Boulevardpresse. Und es war ähnlich, im Grunde genommen, wie damals, vor 100 Millionen Jahren. Die Eltern unter euch werden sich noch erinnern. Da kam ein riesiger Meteorit auf die Erde runter. Und der hat Staub und Asche aufgewirbelt. Und für hunderte von Jahren war es dunkel. Alles Leben erlosch. Die Saurier sind reihenweise gestorben. Saurierfleisch war damals schweinebillig. Hey, gib mir die Lasagne. Ja. Hey, da war ja Pferdosaurus in meinem T-Rex. Aber so ist es. Der Mensch funktioniert so, immer wenn es billig wird, setzt das rationale Denken aus. Blackout. Oder? Der Mensch geht in den Supermarkt. Ja. 3 Kilo Lasagne für 49 Cent. Das muss aber gut sein. Und im Hintergrund steht schon der Verkäufer so und lächelt. Das ist unfassbar. Also, dieser ganze Pferdefleischskandal in ganz Europa. Und seitdem hat sich alles geändert. Kinderbücher mussten umgeschrieben werden. So Sätze wie, Hanni und Nanni hatten ihre Ponys zum Fressen gern. Das geht nicht.
Und es ist immer so schön, wenn irgendwas passiert, irgendein Skandal, irgendwas. Politiker fangen an zu denken und haben zeitgleich einen Blackout. Wie das geht, weiß ich nicht. Aber dann kommen die auf so Ideen, damals nach dem Pferdefleischskandal, so, wir machen Aufkleber auf die Essensverpackungen. Und da steht da drauf, enthält kein Pferd. Da sind sie gestanden in Niederbayern. Was? Das sieht ja, dass da kein Pferd drin ist. Das geht ja, das ist ja viel zu klein. Wie soll da ein Pferd rein? Spitzt du? Genie. Geht da ein Pferd rein? Da. Ein Huf vielleicht. Oder ein Auge. Aber kein Pferd. Aufkleber. Auf alles drauf machen. Weißt du, es ist so, weil wir Deutschen, wir lieben Aufkleber. Wir brauchen immer Schilder und Aufkleber. Überall. Und ich finde, vielleicht ist es gar nicht schlecht im täglichen Leben. Wir pappen überall Aufkleber drauf. Ich zum Beispiel, ich hätte gern über den Deutschen Bundestag, am Reichstag, da ist doch über dem Eingangstor so ein großes Schriftzug und da steht drauf, dem deutschen Volke. Da hätte ich gern einen Aufkleber drauf, enthält kein Schwein. Das wäre meiner. Das wäre meiner. Aber gut. Es ist so schön, weil bei dem Programm Blackout, seitdem ich dieses Programm spiele, fragt mich jeder Journalist folgende Frage. Herr Mittermeier, die Deutschen hatten aber bei der letzten Wahl einen Blackout. Hä? Das werde ich immer gefragt. Dann sage ich so, was ist das für eine Hybris? Die Deutschen wissen doch genau, was sie gewählt haben oder was sie wählen wollten. Die Deutschen wollten nichts und haben wir gekriegt, nichts. Also, und die Merkel, bin kein Fan von ihr, aber das hat die sau clever gemacht und bis zum heutigen Tage immer noch. Das ist unfassbar, oder? Weil alle anderen Politiker strampeln sich ab. Ich bin der beste Politiker, ja, wir sind die Besseren in der großen Koalition, wir. Die Merkel macht nichts, nichts mehr aufgibt, die macht nichts mehr. Die steht immer nur da, nichts, die lächelt, gut, nicht mal, wie immer, nicht. Aber die steht nur da. Und dann kommen die ganzen Journalisten, haha, jetzt macht sie wieder die Raute. Das ist doch keine Raute. Das ist auch kein Herz. Das ist das Zeichen dafür, wo die Männer bei der Frau rein wollen. Ja, jetzt erkennen wir es wieder, wie es lang her war, oder? Ja. Ist das nicht clever? Alle anderen Politiker betreiben noch Politik und strengen sich an. Ich habe ein Parteiprogramm und die Merkel steht nur da. Und so war es immer schon, oder? Raute sticht Eichelsau. So war es immer schon. Ja, aber so war es immer schon. Kann man nichts machen. Ist es. Was für ein Wort, jetzt haben wir ein neues Wort für den weiblichen Schoß. Raute. Weil alle anderen deutschen Wörter für das ist, sind so schmutzig. Jetzt haben wir Raute. Das ist deutsche Romantik. Rasierte Raute. Jawohl, da sind wir jetzt angelangt. Das ist wunderbar. Das. Und ihr müsst nur eins im Kopf haben. Immer wenn ihr die Merkel im Fernsehen seht, müsst ihr euch denken. Apropos Raute. Ja, für die Nicht-Bayern, habt ihr schon mal unser bayerisches Wappen gesehen? Ein Mörserfeld voller Rauten. Ja. Aber ich weiß es auch nicht. Sollen wir wirklich Aufkleber auf alles drauf machen? Auf Essensverpackungen? Ich weiß es nicht. Wollen wir wirklich wissen, was im Essen drin ist? Wollen wir es wissen? Es ist wie damals, weißt du, so auf einer Party. Du hast mit einer rumgeknutscht, du warst schon tief drin mit deiner Zunge. Und da kam ein Kumpel, hey Miguel, weißt schon, wen die vorher vor dir alles so im Mund hatte? Information und lecker Essen gehen meistens nicht zusammen. Gut, wir Bayern, wir machen das ja ganz anders.
Wir Bayern sind immer so, hey, da, was ist das für Fleisch? Keine Ahnung, ja, gib's her, die schmeißt man ein. Du, ist das da deklariert? Ich weiß es nicht, komm, gib her, das tun wir nein. Was ist denn das da für Fleisch? Das ist Phantomfleisch. Ja, Phantom schmeckt immer gut. Du, da liegt auch noch ein Batzerl, das tun wir auch noch rein. Leberkäse. Und da sollen wir jetzt einen Aufkleber drauf machen. Enthält kein Pferd. Das ist inhaltsmäßig das geringste Problem beim Leberkäse. Ich weiß nicht, ob die Nicht-Bayern das überhaupt wissen. In Leberkäse ist keine Leber und kein Käse. Sonst alles andere. Pferde, Rinder, Kühe, Schweine, Preisen, alles ist drin. Jawohl. Ja. Danke. Ja. Sehr schön an dieser Stelle in München zu sein. Ihr könnt euch vorstellen, in Berlin ganz andere Stimmung. Aber warum? Warum nennen wir den Leberkäse Leberkäse? Wenn keine Leberkäse, also wenn nichts drin ist, kein Leber und kein Käse. Warum nennen wir das? Das ist Strategie, bayerische Leberkäse-Strategie. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Als ich Kind war, meine Leibspeise Schweinsbraten. Jeden Sonntag hat es einen Schweinebraten gegeben. Ich habe ihn geliebt. Und ich habe als Kind in den Sommerferien oft bei meinem Onkel gejobbt am Bauernhof. Und der hatte auch Schweinezucht. Und ich habe mich in einem Sommer, habe ich mich dann mit so einer Sau angefreundet. Ne? Gut, denken sich einige Frauen, das habe ich auch schon auf Mallorca. Nein, aber das war ein echtes Schwein. Ja, meine auch. Nein. Meins hat ein Ringelschwänzchen. Ja, mein, nein, pass auf. Pass auf. Es war, wie, also wir waren ein Herz und eine Seele. Weißt du, wir sind rumgelaufen. Ich habe mich gefühlt wie Michel aus Lönneberger. Kommst du, Ferkelchen? Da kommst du, Susi hieß er. Da. Und ja, war ein Mann, aber wir haben ihn Susi genannt. Weil er wurde kastriert. Machst du am Bahnhof. Weißt du, ob, habt ihr schon mal, wart ihr mal dabei? Ich war dann, ich musste da mitmachen. Da ist es so, du nimmst das Ferkel, Beine auseinander, einer hält es so und der andere mit so einem Teppichmesser ritzt ins Sackerl und dann werden die beiden Eier rausgedrückt. Das ist so wie Kirschkernspuck mit Hannibal Lecter. Ah, Susi und ich, wir waren ein Herz und eine Seele, aber irgendwann natürlich nach Wochen musste ich wieder nach Hause und ich so, Susi, werden wir uns je wiedersehen? Ja, ziemlich bald, am Sonntag drauf. Bei uns zu Hause gab es wieder Schweinebraten. Und ich habe gegessen, habe mir nichts dabei gedacht. Und irgendwann mein Bruder so, du Michel, weißt schon, was wir da gerade essen? Das ist der Susi. Und ab dem Tag an habe ich mich geweigert, Schweinefleisch zu essen. Gut, das ist in Bayern natürlich gesetzlich nicht erlaubt. Ja? Ja, hier schmunzeln, in Berlin saßen sie drin. Wirklich? Was sagst du? Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Na, pass auf. Nein, aber es war wirklich schwierig damals. Ich kein Schweinefleisch mehr gegessen. Die Nachbarn haben schon geredet. Na, der Bub ist kein Schweinefleisch mehr. Wo ist der Taliban? Und meine Mutter immer, nein, nein, ich habe nur vorübergehend die Schweinefleischintoleranz. Und dann hat sich meine Mutter eine Strategie ausgedacht. Die Leberkäse-Strategie. Pass auf. Immer wenn ich am Sonntag reingekommen bin und gesagt, und? Gibt's heute wieder Schweinebraten? Dann hat meine Mutter gesagt, nein, das ist Elefantenfleisch. Und den hab ich gegessen, weil Elefant kannte ich kein persönlich. Weißt du? Ja, Benjamin Blümchen hatte ich immer schon gehasst, dieser lamoyante, anthropomorphe Arschlochfant. Ich hab es gegessen, runtergeschluckt und beim Rübsen extra laut. Ich habe sehr lange um Susi getrauert.
Ihr Bayern, wir Bayern, 2014 gutes Jahr, muss man sagen. Oder für uns irgendwie, weil 2013 war das Tiefpunktjahr Bayerns ever. Weil 2013 war so, weißt du, wir hatten ja den Papst out. Das haben wir immer noch nicht überwunden, oder? Der Razzi, unser Bene, tritt zurück. Oder was war denn das? Ich trete zurück. Das war schon weinerlich deutsch irgendwie, oder? Ich trete zurück, Rente mit 86. Ich meine, andere wären froh, wenn sie einen Job hätten. Ha? Gut, ich mein, vielleicht war es auch gar nicht schlecht, wenn die mal so alt sind, dass die gehen, weil dann wird es ja oft so. Beim Vorgänger, Johannes Paul, erinnert euch, der war ja schon 2 Jahre tot, bevor der offiziell gestorben war. Die haben den ausgestopft, unter den Tisch gesetzt. Und da waren immer 2 ehemalige Puppenspieler von der Muppet Show. Und der neben ihm vom Vatikan, das war ein Bauchredner. Aber wie er zurückgetreten ist, der Ratzinger, muss ich sagen, großer Respekt. Für mich ist der Ratzinger ein Vorbild in puncto Pensionierung. Wie er es gemacht hat, das ist Style. Ha? So möchte ich irgendwann mal aufhören mit dem Arbeitsleben. Du spielst noch einen letzten Gig vor Zehntausenden von Menschen und dann holt dich ein weißer Hubschrauber ab und fliegt dich direkt in ein Nonnenkloster. Yes! Generell ist es ja so, wenn nach einem Blackout wäre es einfach schön, wenn sich dann die Erinnerungslücke irgendwie schließen würde. Weil wir Bayern, wie gesagt, sind ja generell ein bisschen anders. Wir haben ja den ersten staatlich organisierten Massenblackout ins Leben gerufen. Das Oktoberfest. Da treffen sich jährlich 6 Millionen Menschen und schießen sich kollektiv die Lichter raus. Und der Wahnsinn ist, dass ja eigentlich die anderen gar nicht wissen, wie das da angefangen hat mit dem Oktoberfest. Also wir Bayern wissen, für uns war das ja damals eine Art Friedenseinrichtung. Das war so, ja, für uns Bayern so eine Anti-Aggressionstherapie, so zum Dampf ablassen. Ne? So, wenn wir Bayern die Wiesen nicht hätten, wir würden Deutschland überfallen. Und ich sage euch eins, diese Pointe gespielt in Österreich an dieser Stelle, völlig andere Reaktion. Wir sind dabei, diesmal andersrum. Ja! In Berlin hat sich einer nach der Nummer bitter beschwert. Meinen Sie mir, Herr Mittermeier, was habt denn ihr Bayern immer so gegen uns Preußen? Und ich sag, das ist mir wurscht, irgendwas findet man schon, du Saubazi, du Gründiger. Also die Wiesen, das Oktoberfest, viele glauben, es ist nur so eine Touristenattraktion. Ich bin damit aufgewachsen. Das, verstehst du, für uns war das Oktoberfest damals als kleiner Bub, das war zum ersten Mal die große Welt, das war wie das erste Internet, das war, wow, du hast plötzlich die Welt vor dir gesehen, zum Anfassen, da kamen Menschen auf dich zu aus Nationen, du hast gar nicht gewusst, woher ist der, und die kamen auf dich zu, so. Du hast gedacht, vielleicht ist es ja ein Begrüßungsritual und hast zurück. Weil, weißt du, man muss immer höflich sein. Und Begrüßungsrituale, das sind die Spiegel einer Nation. Ja. So wie Menschen sich in einem Land begrüßen, so sind sie auch. So ist das Land, so ist die Nation. Zum Beispiel, ich war so in den letzten 2 Jahren, war ich sehr viel in England unterwegs. Und ich liebe britische Höflichkeit. Hello. Schon wie die sprechen, das ist die höflichste Sprache auf Gottes Erden. Hello. Hello, could you please help me? Was so auf Deutsch, guten Tag, könnten Sie mir bitte weiterhelfen? Alle werfen sich auf den Boden, Fliegeralarm. Hello, could you, hello. Gut, was ich Wahnsinn finde. Hey, wer schon mal in England war, die Engländer,
in England drüben, die sind so höflich, wenn du aus Versehen einen anderen bist, entschuldigt sich der bei dir. Oh, I'm so sorry, I'm so sorry. Ja klar, habe ich es noch mal probiert. Oh, I'm very sorry. Ja, kannst du sorry sein? Nein. Aber ich habe eines festgestellt. Engländer sind nur höflich in England. Schick Engländer in sonnige Länder und gib ihnen Bier, dann verwandeln sie sich in Orks auf Red Bull. Wenn der British Airways Flug aus Birmingham auf Ibiza landet, das ist eine Szene wie aus einem Zombie-Film. Und das war nur die Flugcrew. Also, wir halten Engländer für Säufer, die Engländer halten uns Deutschen für komplett humorlos. Das ist das Hauptklischee der Engländer. Germans have no sense of humor. Die lernen das in der Schule, ist kein Scheiß. Write it on der Tafel, Blackboard. Germans have no sense of humor. No sense at all. Yes, at all, come at all. Und ich muss dazu sagen, irgendwie, also wir machen es den Engländern auch einfach, finde ich. Und auch der ganzen Welt da draußen, uns als unlustig irgendwie, dass wir unlustig sind, wir Deutschen. Ich habe mal nachgeforscht. Alle deutschen Sprichwörter zum Thema Humor sind alle negativ. Alle. Jetzt ist Schluss mit lustig. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Spaß muss sein. Scherz beiseite. Sich totlachen. Witz, komm raus, du bist umzingelt. Zum Lachen in den Keller gehen. Ein Satz, der in Österreich nicht mehr geht. Ach du Scheiße. Jetzt hat er den Keller erwähnt. Ah, nein. Man kann doch über den Keller nichts machen. Ich kann nicht sagen, als ich in Wien gespielt habe, an der Stelle, dann haben mich Österreicher angeschrien, hey du, Biefke, wir Österreicher sind nicht alle Keller. Was für ein toller Satz, oder? Wir Österreicher sind nicht alle Keller. Und ich bin da gestanden, ich war gut drauf und gesagt, hey, aber hier in Wien, wenn es eine Großrazzia geben würde, hier in Wien und alle Keller Wiens Großrazzia, dann steigt eure Bevölkerungszahl um mindestens 5000. Was? Oh mein Gott, nein, da kann man kein Witz nehmen. Da kann man nicht lachen. Das ist, Entschuldigung, natürlich darf man auch mal lachen. Sind auch Leute in den Campus-Film gegangen, da ist doch niemand reingegangen, um sich zu informieren, oder? Das ist doch nur Voyeurismus. Das muss man genau sehen. Muss man sehen, was ist passiert im Keller. Das muss man sehen. Verstehst du? Man muss es wirklich sehen. Auch als letztes Jahr diese zwei Frauen aus Cleveland, oder drei Frauen, die waren 13 Jahre in Gefangenschaft und alle, du musst ein Foto machen. Wir müssen die zeigen. Man muss genau sehen. Verstehst du? Sind 13 Jahre gefangen, kommen raus und dann haben sie lebenslang Öffentlichkeit. Und dieser Voyeurismus, dieser Wahnsinn, der da abgeht. In Österreich, als die Kampusch rauskam, kam ein österreichischer Fernsehsender und gesagt, Natascha Kampusch, wir geben dir eine Fernsehtalkshow. Das ist eine clevere Idee. Ich gebe natürlich jedem eine Fernsehtalkshow, der so weiß, was los war in dem Land die letzten 10, 15 Jahre. Und dann war es eine Sternstunde des österreichischen Fernsehens. Erste Folge Natascha Kampusch Show. Habt ihr das gesehen? Niki Lauda war erster Gesprächsgast. Kein Scheiß. Es war Wahnsinn. Sie keine Ahnung, er kein Ohr dafür. Es war Wahnsinn. Ja, lasst es raus. Ja. Humor reinigt die Seele. Jawohl.
Begrüßungsrituale. Was ich sehr gerne mag, ich war letztes Jahr, war ich 6 Wochen in Neuseeland und ich mag sehr gerne, wie sich die Maori, das sind die Ureinwohner Neuseelands, wie man sich da begrüßt. Ich habe ein paar Maori-Freunde und wenn sich da 2 Männer wiedersehen nach langer Zeit, dann nimmt man den Kopf so in beide Hände, zieht Nase an Nase und man atmet sich ein. Das finde ich schön. Weißt? Und wenn aber bei den Maoris, wenn man jemanden nicht kennt, wenn man eigentlich abcheckt und es kommt aus deren Kultur, dann machen die den Hacker. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, vielleicht im Fernsehen auch, diese, wenn sie überall tätowiert, auch im Gesicht sind, dann und das ist jetzt kein Spaß, sondern das ist wie so eine Art, wie ein Kriegstanz, wie eine Challenge. Da haben 2 Stämme, haben sich getroffen, haben sich nicht gekannt und hey, wer bist denn du? Die haben sich quasi abgecheckt gegenseitig. Und was ich so super finde, dass dieser Hacker, der ist dann auch in Neuseeland in den Sport, in die Sportkultur mit eingeflossen. Also wenn zum Beispiel die Rugby-Nationalmannschaft Neuseelands, die All Blacks, wenn die gegen eine andere Mannschaft spielen, dann machen die All Blacks vorher auf dem Platz den Hacker. Die andere Mannschaft muss dastehen, muss zuschauen und bei denen dann so Karite! Kamauiu! Kinoneokia! Kamate, kamate, kaura! Hat was Bayerisches, findest du nicht? Ja, gehst du weg, du gehst du, leck mich, du hab, ja, du gehst du, ja, ja. Aupa, aupa, ne! Hiya! Weißt du, und das hat einfach eine andere Kraft, verstehst du? Wenn ich zum Beispiel sagen würde, auf Maori, mein Stamm sind die Bayern, mein Berg sind die Alpen, mein Fluss ist die Isar. Kopavari takui vira, karipa takumanga, koisa takuava. Das hat einfach eine andere Wirkung auf den Zöllner am Münchner Flughafen. Vorher waren wir bei den Höflichsten, die Engländer. Wir waren bei den Höflichsten, die Engländer. Und die Höflichsten und Interessiertesten sind die Japaner. Beim Begrüßen. Als ob die alles interessiert. Du sagst, hello, I'm from Germany. Du könntest auch sagen, ich bin eine dumme Sau und gehe gerne ins Puff. Egal, was du sagst. Und es ist schön, weil Japaner kommen ja nie alleine. Habt ihr jemals schon einen einzelnen japanischen Touristen gesehen? Never! Die kommen immer in einer Riesengruppe und selbst die Gruppe, der Schwarm, kommt nicht alleine. Vorne ist immer einer mit Fähnchen und geht voran. Es ist immer eine große Gruppe Japaner, vorne ein Führer Fähnchen und dem folgen sie alle. Haben wir auch schon mal gemacht, war nicht so gut für uns Deutsche. Und das Wahnsinn, die gehen hinter dem her, die machen alles, was der macht. Der geht nach links. Meine Theorie ist, wenn der Fähnchen selbst stirbt, sterben die alle. In dem Moment sind alle tot. Und es ist... wir waren mal in Australien im Outback am Ayers Rock. Das ist dieser große rote Stein in der Wüste, wo auch Leute raufkraxeln. Und da gibt es in der Nähe gibt's so einen kleinen Flughafen. Und da waren 2 Gates. Linkes Gate, unser Flieger nach Sydney. Und rechtes Gate, große Gruppe Japaner und haben gewartet auf ihren Flieger, wo auch immer hin. Und dann wurde deren Flieger aufgerufen. Die ist auf, also nicht sofort, weil der Fähnchen Samurai war eingeschlafen. So, dann sind die alle in den Flieger rein, Flieger losgerollt, weggeflogen. Ein paar Minuten später kam plötzlich noch einer von den Japanern alleine vom Klo. Die hatten den vergessen. Und der kam so raus. Oh.
Hat er da Kaffeinchen da? Und einzelne Japaner, verwirrt, alleine auf der Suche, bewegen sich wie Tauben. Da ist ja das rumgezirkelt. Unser Flug wurde aufgerufen und der ist hinter uns hergelaufen. Gut, es mag auch deswegen sein, weil ich hatte mir aus einem Taschentuch ein Fähnchen gebastelt. Ich habe ihn bis nach Sydney gebracht. Da habe ich den da abgegeben. Gut. Ich habe keine Japaner gefunden, aber da war so eine große Gruppe Fußballfans. Und ich so, hon, hon, cookie, looky, Fähnchen. Oh. Einen Tag später schaue ich im Fernsehen Länderspiel Brasilien, Australien. Wer steht im Stadion mit der riesigen Fußballfahne? Ihr werdet es nicht glauben. Ein Jahr später, ich habe auf Sky ein Champions-League-Spiel gesehen. Arsenal gegen Chelsea. Wer stand in der Fankurve der Blues? Also wenn ihr irgendwann irgendwo auf dieser Welt in irgendeinem Fußballstadion seid und ihr seht einen japanischen Fußballfan, verwirrt aber glücklich. Meiner. Das ist meiner. Jawohl. Das ist meiner. Wen ich beim Begrüßen nicht mag, sind Amerikaner. Weil Amerikaner sind immer so, wow, findet, dass die immer so ein bisschen überheblich sind. Wow, you're German. Das klingt immer so, well, you're German. Das klingt immer so, bist ein bisschen behindert oder was. Und immer, wenn du als Deutscher Amerikanern vorgestellt wirst, irgendwo auf dieser Welt, dann reagieren Amerikaner immer gleich, indem sie dich anschreien. Mit so den paar deutschen Worten, die sie irgendwann zusammenhangslos gelernt haben. Oktoberfest, guten Tag, mein Fräulein Blitzkrieg, du willst ficken. Originalsatz. Ich bin in Kanada gewesen. Mich hat ein Ami vollgeschrien mit Sätzen aus dieser Fernsehkriegsgefangenen-Satire, ein Käfig voller Helden. Dummkopf, eins, zwei, drei, raus, raus, raus. Jawohl, mein Kommandant. Ich meine, was antwortest du denn auf sowas? Natürlich! Und ich habe immer gewusst, ich muss mich auf die Amis vorbereiten. Und dann habe ich jahrelange Studien betrieben. Und letztes Jahr war es dann so weit am Oktoberfest. Ich habe mich an so eine Gruppe Amerikaner so hingespielt. Einer dreht sich um vor denen so, oh, hello, we're from America. Mickey Mouse, 9-11, Guantanamo, Hamburger, yippee-ki-yay, motherfucker. Ich habe mal ein halbes Jahr in New York gelebt und ein Amerikaner, das war damals 2003, als gerade der Irakkrieg war, und dann meinte ein Ami zu mir so, well, you Deutschen, warum seid ihr oft so anti-amerikanisch? Dann habe ich gesagt, na ja, aber ihr Amerikaner, einfach Drecksimperialisten seid, ist ihr ein Scheißdreck um die Welt scheren, solange ihr keinen Vorteil davon habt. Okay, dann ist klar, kein Problem. Wunderbar, alles gut. Und deswegen hören sie uns alle ab, verstehst du, die Amerikaner, alles hören sie ab. Und da sind wir wieder beim Blackout, verstehst du, Terror, Anschlag und alle, oh, da müssen wir alles abhören, alles, egal wen. Und dann, mei, und alle haben sich empört, die haben das Merkel-Handy abgehört. Mei, alle waren empört. Niemand hatte Mitleid mit dem Typen, der 2 Jahre lang das Handy von Angela Merkel abhören musste. Überleg dir das. 2 Jahre lang.
Und ich habe eine Theorie. Alle haben mich immer gefragt, warum ist der Edward Snowden übergelaufen? Weil die Burschen bei der NSA, die haben eine Ausbildung, die sind tough, verstehst du? Selbst wenn die gefangen genommen werden, selbst unter Folter laufen die nicht über. Aber Edward Snowden war der Mann, der 2 Jahre lang das Handy von Angela Merkel abhören musste. Und irgendwann hat er gesagt, ich mag nicht mehr, Kruzifix, ich deck das alles auf. Das ist meine Theorie und ich bin gespannt, ob sie stimmt. Ja. Aber gut. Nein, nichts für ungut, verstehst du? Das Schöne ist, am Oktoberfest sind wir alle gleich. Das Oktoberfest, quasi unser Fanal für mehr Toleranz. Ja, egal wo du her bist, wir sind dann alle gleich. Egal welche Hautfarbe du hast, es ist egal wo du herkommst, Hauptsache du kannst saufen. Ja, du musst auch saufen. Du kannst nicht nüchtern sein am Oktoberfest oder nüchtern am Oktoberfest. Das wäre so wie als Nichtkiffer auf dem Söhne Mannheims Konzert. Das verstehst du nicht. Und am Oktoberfest, wie gesagt, da werden wir alle gleich. Steckt 10 Menschen aus 10 Ländern in Lederhosen. Gib jedem 5 Maß Bier. Alle sprechen gleich, alle bewegen sich gleich. Dreh die um, du siehst gar nicht mehr, wo die her sind. Alle. Ich liebe es, Besoffenen zuzuschauen. Ohne Scheiß. The beauty of being besoffen. Die bewegen sich, das hat so eine Ästhetik. Aber die tunken nie am Boden auf, nie. Und der Wahnsinn ist, stundenlang, die gehen stundenlang. Ich könnte das nicht stundenlang, das geht so in die Oberschenkel, Mädels. Das ist Besoffenen-Aerobik, so eine Art Saufpilates. Das ist Hardcore-Training. Bavarian Condition. Hey, erinnert ihr euch noch, als Pilates irgendwann plötzlich auch nach Deutschland kam? Ich war so damals, wir standen im Fitnessstudio, war so eine Muckibude und wir so, hey Pilates, Pilates, hey Pilates, Pilates. Und da kam einer von den großen Kernigen und meinte so, hey, der Pilates, es war doch der, der den Jesus umgebracht hat. Da habe ich gesagt, nein, das war der Crosstrainer. Ach so. Aber ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Happy End eines Blackouts erzählen. Es war vor, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren habe ich das in der Zeitung gelesen gehabt. Ein Hamburger Pärchen ist zum ersten Mal aufs Oktoberfest gefahren und sie kam ins Hotel zurück, er nicht. Und er ward nicht mehr gesehen. 4 Tage lang war er verschwunden. Und alle haben gesucht und sie, oh, mein Mann ist verschwunden, oh, wo ist mein Mann? Oh. Nach 4 Tagen hat die Polizei den Mann gefunden in Giesing. Für die da draußen, das ist nicht, wo das Oktoberfest ist, irgendwo in München. Und er ist da rumgelaufen, verwirrt, aber glücklich, Fähnchen in der Hand. Hä? Und die Polizei natürlich, ja, guter Mann, was ist Ihnen denn passiert, was war denn los? Dann hat er gesagt, ich wurde von Außerirdischen entführt und sie haben Experimente mit durchgeführt. Und das ist der Moment, wo ich immer frage, wieso entführen die Aliens immer unsere Vollidioten? Es heißt nie, ein Professor aus Heidelberg ist verschwunden. Nein, Sepp aus Ramsau ist nicht nach Hause gekommen. Und es ist wirklich lustig, immer wenn du diese außerirdischen Entführungsopfer dann im Fernsehen siehst, da stehen dann Erna und Helmut aus dem Inzesttal. Ja, die Außerirdischen haben uns entführt
Und dann haben sie uns das Hirn ausgesaugt. Jaha, da muss ein Aufkleber drauf. Enthält keins. Super, oder? Und das sollen wir glauben, die Außerirdischen, die fliegen, verstehst du, 5 Milliarden Lichtjahre hierher mit einer Technik, die wir gar nicht verstehen würden. So, haha, wir werden die geistige Elite der Menschheit entführen. Das sind wir. Also, und immer wenn ich das Dschungelcamp sehe, denke ich mir, ihr alle wart's aber auch schon mal da oben. Ja. Das muss. Großer Fan vom Dschungelcamp, obwohl ich dazu sagen muss, mein Favorite aller Zeiten als Dschungelkönig, der Joey. Verstehst du? Es war der einzige Bayer je als Dschungelkönig. Joey, der Letzte, hieß er. Na, Joey, erinnert euch noch an Joey? Ha? Was? Ein netter Kerl. Was? Ich hab den kennengelernt. Ich saß mit dem bei Wetten, dass neben ihm auf der Couch. Und da habe ich ihm in die Augen geblickt. Und durch die Augen konnte ich hinten das Publikum sehen. Und alle Alien-Entführungsopfer sagen das Gleiche. Es wurden Experimente an mir durchgeführt. Das glaubt doch keine Sau, oder? Meine Theorie ist ja, dass alle Alien-Entführungen, das waren alles missglückte Sauftouren, oder? So ist es doch. Eine Gruppe zieht los, alle saufen, aber einer ist immer der Besoffenste. Einer ist der Erste, der ausfällt. Nennen wir ihn mal den Komaschorsch. Einer ist der Erste, der umkippt. Und die anderen stehen dann da so, aha, jetzt wird er geschmückt. Den braucht des Schmückens vom Besoffenen. Kennen wir, oder? Wer war schon mal dabei? Ja, doch, einige, nicht schlecht. Was habt ihr so gemacht zu erschmücken? Anmalen. Hä? Gesicht anmalen. Was so voll hart, hä? Alter, da geht nie. Also, pass auf. Ich habe in Leipzig gespielt vor einer Zeit. In Sachsen. Und da habe ich da gefragt, so, was macht ihr denn hier so in Sachsen, wenn ihr dann Besoffene irgendwie schmückt? Dann hat sich einer gemeldet, wir wachsen dem die Augenbrauen weg. Anmalen, aha. Bist du deppert? Wir wachsen dem die Augenbrauen weg. Oh. Und da habe ich gedacht, jetzt verstehe ich den sächsischen Dialekt. Ritsch, ill. Aber auch ich wurde schon mal von Außerirdischen entführt. Und meine extraterrestrischen Kumpels haben an mir ein Experiment durchgeführt. Ja, also gut, okay, pass auf. Also ich war so 18, 19, Asbach-Cola, Supernova. Also ich war der Erste, der umgekippt ist. Und meine Freunde haben ein Experiment durchgeführt in 3 Stufen. Stufe 1. Sie haben mir Senf auf meine Brillengläser geschmiert, damit ich nichts mehr sehe. So, Stufe 2. Sie haben am Klo im Badezimmer die Glühbirne rausgeschraubt, damit es dunkel bleibt. Stufe 3. Sie haben mir die Hosentür aufgemacht und eine Wiener Wurst reingesteckt. Was für ein Aufwand, welcher Sinn und Zweck steckte hinter diesem Experiment? Folgender. Der Mittermeier wacht auf. Hey, ich seh nix, was ist denn? Wisch wegen Brille, geht immer schlimmer, weg. Ich muss aufs Klo, muss mein Licht anmachen, geht nicht, muss dunkel, muss auch im Dunkel gehen. Oh, ist schon offen, das Zipferl ist eh schon draußen. Und ich stehe da mit einer Wurst in der Hand und piesle in die Hosen.
Das ist nicht lustig. Ich bin total ausgeflippt. 2 Stunden lang habe ich die Wiener hochgehalten. Ich hab ihn ausgerissen. Ich hab ihn ausgerissen. Also, da spricht niemand von Sexismus. Aber wenn bei uns in Deutschland ein Politiker, Rainer Brüderle, erinnert euch noch an den politischen Wolperdinger mit der Ausstrahlung einer Apfelsaftschorle, hat er damals zu einer Journalistin nur diesen Satz gesagt, Sie könnten gut ein Dirndl ausfüllen. Ganz Deutschland Sexismusdebatte. Wir hier in Bayern sind so doxis und, das ist ein Kompliment gewesen. Das ist bei uns eine Ehrfurchtsbezeugung. Ja, das Dirndl. Das Dirndl ist das emanzipatorischste und cleverste Kleidungsstück, was je für die Frau erfunden wurde. Keine Frau auf diesem Planeten schaut in einem Dirndl schlecht aus. Gut, wenigstens ab Hals abwärts. Na? Na gut, hier oben kann das Dirndl auch nichts machen. Na? Da hilft höchstens ein Vollburka. Aber untenrum, egal wie eine Frau gewachsen ist, blum, 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 da wird alles reingepackt wie in einen Leberkäse. Und dann wird es zusammengeschwirrt. Und alles wird nach oben geschoben und gebogen. Du weißt oft nicht mehr, ist es Rippe oder Titte. Ja? Viele Frauen, wenn die hier gar nichts haben, die binden sich das Zwerchfell als Ersatzbrust hoch. Ist keine gute Idee, keine gute Idee. Schau gut aus, aber wenn er dann hinfasst, muss sie lachen. Und die Emanzipation des Dirndls kann trügerisch sein, das wissen wir Männer. Du lernst deine kennen im Dirndl. Du blickst auf das Matterhorn. Und später dann im Zimmer, wenn sie die Riemen löst, siehst du die Schneelawine gen Tal fließen. Also, das Prinzip, also das Funktionselement Dirndl wird als Prinzip ja mittlerweile schon in der EU-Finanzpolitik eingesetzt. Das ist kein Scheiß. Der ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus, da wird auch alles reingepackt. Also Griechenland, Zypern, Italien, Spanien, Irland, ja. Und dann wird das alles zusammengeschnürt und die Rettungspakete stehen wieder. Und wehe dem, wenn das einer aufschnürt. Dann sind wir am Arsch, Freunde. Ja. Das wollen wir nicht hören. Ne? Da wird es ruhig. Da wollen wir nicht hören. Wir wollen nichts hören. Nein, Weltwirtschaftskrise wollen wir nicht hören. Wollen wir auch nicht drüber reden. Spricht auch keiner drüber. Mal aufgefallen. Auch bei uns, unsere Politiker. Wir kaum drüber geredet. Was können wir machen gegen die nächste Wirtschaftskrise? Was können wir denn tun? Und so. Und es gäbe so einfache Mittel. Bankenkontrolle zum Beispiel. Und dann wird es mal wieder vorgeschlagen. Bankenkontrolle. Und dann, ja, das machen wir, sagt dann die Wirtschaftsleute der Union. Machen wir. Aber halt dann, freiwillig. Was? Ja, freiwillige Banken Selbstkontrolle. Was? Freiwillige Banken Selbstkontrolle? Das ist eine super Idee, oder? Das wäre dasselbe, wie wenn sich der Junkie am Flughafen am Security-Check selber abtasten würde. Heute habe ich nichts dabei. Ich weiß nicht. Also, es ist auch, ich kann dieses ganze Gelaber von den Politikern eh nicht mehr hören, weil du im Fernsehen, egal wo du hinzippst, es ist immer irgendeine Polit-Talkshow. Auf jedem Sender gibt es schon mehrere Polit-Talkshows. Ich bin letztes Mal nachts, ich zipp so durch, Anne Will. Ne? Für die Jungen, Anne Will, das ist kein Pornotitel. Und ich weiß nicht, ich war ein bisschen müde und was der Ton war, wahrscheinlich irgendwas war in meiner Tonanlage ein bisschen defekt. Auf alle Fälle klang das alles, also man hat die Worte nicht mehr verstanden, nur noch den Klang. So ein bisschen wie bei Shaun das Schaf. Kennt ihr Shaun das Schaf?
Schon das Schaf, schon das Schaf, nicht besonders brav. Nein, ich liebe schon das Schaf. Das ist so ein Knetbauernhof, für die, die es nicht kennen. Und da gibt es dann, und die sprechen in einer Sprache ohne Worte, aber du verstehst immer, was die sagen. Da ist dann der Knetbauer so, Tja, kommen wir nun zum Thema Klimawandel. Danke, Olli Kahn, für diese Ausführungen. Klimawandel, die Energiewende haben wir vergewaltigt. Irgendwie sind wir Deutschen ja eh schon so ein bisschen, wir sind schizophren, oder? Wenn es um Energie geht und das ganze Klimathema. Frauen zum Beispiel in Deutschland fahren keine kleinen Autos mehr. Früher sind Frauen kleine Autos gefahren, wer sich noch erinnert. Fiat Puntos, rote Ford Fiestas. Aber heute immer Offroader SUV, verstehst du? SUV, der Aperol Spritz unter den Autos. Und, aber ich verstehe das. Ich verstehe das, verstehst du? Dass man, wenn man in der Großstadt wohnt, dass man Hausfrauenpanzer braucht. Ich verstehe das. Am Supermarktparkplatz, da kann schon mehr unübersichtlich werden, wenn man rückwärts fahren. War da was? Ich glaube nicht. Hat jemand heute eigentlich schon die Oma gesagt? Ich nicht. Und es ist so schön, immer wenn Frauen gefragt werden, warum fahren sie denn Offroader, SUVs, dann kommt immer dieselbe Antwort, ja, das sieht man so gut von da oben, dann kauft ihr einen LKW. Und dann kommen die Männer, die gescheit haferl und ihnen immer sagen, ja, ich meine, SUV, ganz wichtig, Sicherheit, Thema Sicherheit und made in Germany. Aber wenn das mal Schule macht, alle drei, verstehst du, von oben gut sehen, Sicherheit, made in Germany, dann bleibt als Gefährt nur noch eine letzte Wahl. Ein guter alter Leopard 2A7 Panzer. Kann man sich übrigens bestellen. Ganz normal, bei Krauss Maffei, ich habe mir einen Katalog kommen lassen. Kannst du dir Panzer bestellen? Wirklich wahr? Ganz legal. Du musst nur am Kaufvertrag unterschreiben, nicht gegen die eigene Bevölkerung einsetzen. Wirklich wahr? Da sagen die Scheichs natürlich in Arabien, hör, das sind eh alles nur Sklaven aus Nepal. Aber, und es ist wirklich wahr, dieser Krauss-Maffei-Katalog, da sind dann Hochglanzbilder drin von Panzern, kannst du dann einen Rohrvergleich machen, ne? Und was anderes ist es nicht. Und da stehen dann so Werbesätze drin für Panzer. Und mein Liebling, und nicht so billige Sachen wie mein Rohr kann weiter. Nein, sondern viel subtiler. Und mein Lieblingswerbesatz für den Leopard 2A7 ist folgender. Der Leopard 2A7 Panzer ermöglicht Kommunikation mit abgesessenen Kräften. Da stelle ich mir das so vor, die Mutti im Kommandostand. Hä? Grünwald 1 an Grünwald 2. Sollen wir die Bodentruppen schicken? Ja, lass die Kinder los. Und wenn dann das Pärchen auf den Supermarktparkplatz fährt und alles ist vollgeparkt mit Offroadern und er so, du Baby, schau, da ist überhaupt kein Parkplatz mehr. Ach du Dummchen. Dafür hat der Leo doch die praktische Einparkhilfe. Puff, schau, da ist eine Lücke, du Depp. Aber ist es nicht Wahnsinn? Wir Deutschen sind ein bisschen schizophren, weil wir dauernd darüber diskutieren, wir müssen kleinere Autos bauen, die noch weniger Benzin verbrauchen und Elektroautos, sind aber der weltgrößte Panzerhersteller und Panzerlieferant. Haben gerade wieder 200 geliefert an Katar. Und wisst ihr eigentlich, wie viel ein Leopard 2A7 auf 100 Kilometern Benzin verbraucht? Schätzen. 80 Liter. Ein Leopard 2A7 verbraucht genau 100 Liter auf 100 Kilometer. Das haben die genau ausgelittert, damit die Soldaten nicht rechnen müssen.
Ja, wie gesagt, beim Thema Klima, da sind wir Deutschen ein bisschen schizophren. Ja? Ja. Gut, da sagen natürlich, ja, wir sind aus der Atomkraft ausgestiegen. Ja, da waren wir schon mal ausgestiegen. Und dann kam die Union, längere Laufzeiten. Und dann ist Fukushima explodiert, so lange auch wieder nicht. Und dann sind wir ausgestiegen. Weißt du? Und an der bleibt nichts hängen an der Merkel. Hä? Die alte Teflonpfanne, das ist nicht unfassbar. Nichts. Sie suchen ja gerade wieder ein Endlager. Also nein, Sie suchen erst die Diskussion, um ein Gremium zu bilden, vielleicht um eine Option zu finden, dass man dann irgendwann darüber redet, ein Endlager vielleicht anzusprechen. Und ich habe so ein bisschen Angst, weil die Engländer bauen auch schon wieder zwei Atomkraftwerke. Und ich sage immer, Freunde, bitte, wenn es ums Thema Atomkraft geht, dann müsst ihr euch einfach mit Österreich in Verbindung setzen. Ja, weil in Österreich steht das sicherste Atomkraftwerk der Welt. Das wissen viele nicht, oder? In Österreich, in Zwentendorf, steht das sicherste Atomkraftwerk der Welt. Gut, ich sag's gleich dazu, es wurde nie eingeschaltet. Ja, sind Österreicher hier? Also, ey, wo bist du denn? Woher aus Österreich, sagen wir? Graz, wunderbar. Stimmt, Zwentendorf Atomkraftwerk. Man muss dazu sagen, liebe Österreicher, Freunde, eigentlich, es war eine Totgeburt, oder? Du kannst ja nicht in Zwentendorf ein Atomkraftwerk bauen. Normalerweise, wenn Atomkraftwerke gebaut werden, dann werden die in Orten gebaut wie Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima, Zwentendorf. Da schämt sich ja der Neutrone beim Arbeiten, du. Ich arbeite in Zwentendorf. Ich in Fukushima, wir haben viel Auslauf am Meer. Da hast du ein Fähnchen. Aber pass auf. Die Geschichte der österreichischen Atomkraft, nochmal erzählt. 1978 haben sie in Zwentendorf ein Atomkraftwerk gebaut. Das stimmt. Ja? Fix und fertig. Wirklich, es war fix und fertig. Einschaltbereit. Ein Atomkraftwerk, fix und fertig. Der Einschalter stand schon. Der Einschalter, das ist ein Atomkraftwerk-Einschalter. Das ist ein Lehrberuf in Österreich. Der stand schon am Einschaltknopf. Und so, und der fährt zu einschalten. Ja, na, grundsätzlich schon, aber müssen ein bisschen warten. Warum? Wir machen vorher noch eine Volksbefragung. Zu was? Zum Thema Atomkraft. Also ich bin ein großer Fan von Volksbefragungen. Die Frage ist nur, ob man das Grundprinzip verstanden hat. Erst das Atomkraftwerk bauen und dann die Volksbefragung machen. Na, pass auf. Also, Sie haben es auf alle Fälle so gemacht. Und dann hat die Mehrheit des österreichischen Volks 50,47% entschieden, nein, Atomkraftwerk wollen wir nicht so. Es hätte so schön sein können, wenn da nicht noch der Einschalter in Zwentendorf gestanden wäre. Immer noch. Und einer musste natürlich zu ihm hin, um ihm die schlechte Nachricht zu bringen. So, hey, servus, Einschalter. Und, darf ich jetzt einschalten? Ja, grundsätzlich ja, aber, ja wie? Wieder nicht. Nein. Und was mache ich jetzt? Umschulen? Ich kann nicht umschulen, ich habe Einschalten gelernt, ich habe das studiert, ich bin ein Schalter. Ja, da bist du jetzt ein Standby-Schalter. Und was macht der? Ja, der passt auf, dass sicherheitsmäßig niemand einschaltet. Ja, dann passe ich auf mich selber auf. Genau. Und seit 1978 steht dieser Einschalter in Zwentendorf. Schnitt. 2011 explodiert der Reaktor in Fukushima. Und dann sind plötzlich alle draufgekommen. Es gibt einen baugleichen Reaktor wie in Fukushima. Das ist in Zwentendorf. Das ist wirklich wahr. Zwentendorf, der Reaktor, baugleich mit Fukushima. Und die Atomexperten alle, das ist ja super, weil der ist ja noch intakt. Da kann man ja noch unten sehen, am Keller, wo kann man rein, wo kann man da was machen. Da kann man, das ist ja Wahnsinn. Die japanischen Atomexperten, die sind ausgeflippt. Die haben angerufen in Zwentendorf. Zwentendorf! Ja, servus. Zwentendorf, baugleich Reaktor wie Fukushima. Ja, glaub schon. Ist bei Ihnen in 33 Jahren schon mal ein Zwischenfall passiert? Nein, nicht, dass ich wüsste.
auf morgen und hat er morgen. Und da wollten die alles wissen, so da rum, wie viele Menschen arbeiten bei Ihnen im Sicherheitsbereich? Eigentlich nur einer. Oh, schickt uns diesen Sicherheitsexperten, großer Zehnmeister des Atoms. Und dann haben sie den Einschalter nach Fukushima geflogen. Und da stand er dann so, weißt du, so, hey, Sushi, pass mal auf. Ich hatte einen Reaktor zerrissen. Okay, schau mal, das alles so. Und dann hat er sich stundenlang alles angeschaut. Und irgendwann dann so, hey, nur mal so eine kleine Zwischenfrage. Aber ich habe das Ganze vorher nicht eingeschaltet. Doch, hey. Seid ihr deppert? Wenn du als deutscher Comedian in England auf eine Bühne gehst, dann musst du das so machen. Das ist so wie ein Kriegstanz. Weil immer, wie gesagt, die Engländer, die halten uns Deutsche ja für völlig humorlos. Deutscher Comedian ist für die ein Paradoxon. Ein lustiger deutscher Komiker, das wäre für die sowas wie ein russischer Menschenrechtsausschuss. Und Ich habe vor 1,5 Jahren habe ich zum ersten Mal Soloprogramm in London gespielt. Habe ich 2 Wochen gespielt und dann dachte ich mir, hey, ich muss einen gescheiten Anfang haben. Ich muss gleich auf die Bühne gehen, batz, und zeigen, wer der Chef im Ring ist. Und dann hatte ich mir einen schönen Anfang, einen Opener überlegt. Und es war, ich ging auf die Bühne in London, es war 2 Monate, nachdem die damals in Schwabing, hier in München, diese alte Fliegerbombe gefunden haben. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die konnten die ja nicht entschärfen, da haben sie kontrolliert explodieren lassen müssen. Puh, viele Häuser kaputt gegangen, Scheiben geflogen auf YouTube, überall die Bilder, Lichterschein über München. Und da bin ich in London auf die Bühne und sage, hey London, Engländer, wisst ihr eigentlich, dass München vor kurzem bombardiert wurde? Ja. Haben die alle so geschaut und ich so, ja, habt ihr die Bilder gesehen? Und dann haben mich viele Leute gefragt, ja, wer war es denn? Al-Qaida, Iran, die Russen? Da habe ich gesagt, nein, die Amerikaner waren es mit einem Delay. Gut, ich habe das dann natürlich erklärt, dass es halt so ein alter amerikanischer Blindgänger war, aus dem Zweiten Weltkrieg, Blindgänger, a blind walker. Ne? Und dann habe ich gesagt, ihr Engländer, ihr habt ja gar keine Ahnung. Hä? Ihr wisst ja gar nicht, was los ist in Deutschland. In Deutschland finden sie in Großstädten alle paar Wochen mal so einen alten Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, hier in England, ihr findet ja sowas nicht. Natürlich nicht, weil deutsche Wertarbeit, die sind damals explodiert alle in den 40ern. Jawohl! Nein. Darf man da jetzt drüber lachen, über das Dritte Reich und der Zweite Welt? Natürlich darf man mal drüber lachen. Ha? Es ist bei uns in Deutschland immer, kaum sagst du Hitler, alle immer. Kaum ist wieder irgendwie, da kam dieses lustige Buch raus, er ist wieder da. Lustiges Buch und sofort bei Günther Jauch in der Talkshow. Thema, darf man über Adolf Hitler Witze machen? Ja, natürlich darf man über Adolf Hitler Witze machen. Ha? Ich meine, wenn damals mehr Deutsche oder alle Deutschen Witze über den Hitler gemacht hätten, dann wäre er vielleicht das kleine hässliche Arschloch geblieben, das er eigentlich war. Ja. Ja. Ja, gut. Wenn du aber in England quasi so einen Bombenwitz erzählst, da kriegst du natürlich schon andere Reaktionen wie hier in Deutschland. Und ich habe einen Abend gehabt, da saß ein Engländer in der ersten Reihe und der so ganz höflich meinte, go home, Fritz. Und ich war, also das, weil die sagen alle, zu uns alle Fritz, zu uns Deutsche, Fritz oder Kraut. Also Vorname Fritz, Nachname Kraut. Hey, Mr. Fritz, Kraut. So, und ich war so, also, boah, ich habe das so persönlich genommen. Wisst ihr warum? Weil mein zweiter Vorname ist Fritz. Ist wirklich wahr. In meinem Personalausweis steht Michael Fritz Mittermeier. Danke, Vater, für diesen dümmsten deutschen Namen, den wir haben können. Seit dem Dritten Reich heißen Nazis immer Fritz.
In all diesen Filmen, oder? Es ist immer, hey, Fritz, next time I bring a big stick in Captain America. In all diesen Filmen. Und da ist immer ein Fritz und es ist nie ein smarter, intelligenter Killer, Fritz. Es ist immer Volldeppen, Fritz. Es ist immer so ein Entführer, bringt mir mein Hirn wieder zurück. Es ist, und es ist immer so ein Typ, der sieht nichts, der hört nichts, wie Andrea Bocelli auf SS. Und aber er muss dann die Nazi-Festung bewachen. Er, immer der Volldepp. Er steht vorne. Und ich liebe diese Filme, weißt du so? Agenten sterben einsam. Habt ihr den gesehen? Richard Burton, Clint Eastwood, ganz alter Film aus Ende der 60er. Und es war so ein Film, Clint Eastwood, Richard Burton schleichen sich mit anderen Alliierten ein in eine Nazi-Festung in den Bayerischen Alpen. Und sie müssen einen amerikanischen General befreien. Und dann kommen die von hinten so rein, die schleichen gar nicht so. Hey Clint, wir gehen jetzt in das Schloss. Und der Clint sagt noch, du Richard, wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Da hinten steht eine Nazi-Wache. Ja, das ist nur der Fritz, der sieht nichts, der hört nichts. Wir können tanzen, wir ziehen in das Schloss, wir ziehen in das Schloss. Und ich stehe vorne, ich bin Fritz, ohne Locker, ohne Witz. Ich bin Fritz, ohne Locker, ohne. Und dann erschießen sie mich jedes Mal. Der Fachbegriff Blackout wurde zum ersten Mal gebraucht 1945, damals, als die Alliierten an einem Tag alle deutschen Medien abgeschalten hatten, haben sie das genannt The Blackout. Und eigentlich haben die Alliierten damals mit den Deutschen genau das Gleiche gemacht, wie auch meine Eltern, wenn ich mir was angestellt hatte. Du, Fritz, warst böse, kriegst Fernsehverbot. Boah, Fernsehverbot war für mich immer die Höchststrafe. Boah, okay, es gab noch eine Abstufung nach oben. Fernsehverbot kriegen, aber der Rest der Familie darf Daktari anschauen. Und ich stand dann vor der Wohnzimmertüre mit dieser geriffelten Milchglasscheibe. Ich habe einfach Fernsehverbot bekommen. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, Papa, magst du mich nicht lieber schlagen, dafür darf ich mir nachher Bonanza anschauen. Das war dann doppelt blöd. Nein, es ist Fernsehverbot. Damals war das noch eine Strafe, aber heute wahrscheinlich so für die Jungen. Wäre Fernsehverbot, wäre das noch eine Strafe heute? Wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? So, da muss man härtere Geschütze auffahren. Handyverbot, Internetverbot. Internet. Viele Menschen sagen, mein Gott, ich kann ohne Internet kann ich gar nicht mehr leben. Wieso ohne Internet? Wie, mein Gott, viele haben Angst. Der Internet-Blackout, wenn das Internet ausfällt. Mein Gott, Millionen Menschen laufen rum verwirrt. Ja, wie soll ich denn da meine Freunde treffen? Rausgehen aus dem Vertrag. Nein, aus der Tür, du Vollidiot. Internet. Ich bin ja 1966 geboren und man nennt mich in der Fachsprache einen Digital Immigrant, ein digitaler Einwanderer. So nennt man Menschen, die erst im höheren Alter quasi mit den neuen Medien in Verbindung gekommen sind. Ja, ein Digital Immigrant. So nennen mich die Piraten. Ja. Sind Piratenwähler hier? Nicht? So schwach die Hand zu heben, ha? Ja, ich weiß, wenn man noch nie gearbeitet hat in seinem Leben, dann... Oh, 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 oh. So anstrengend. Ich finde die Piraten immer so süß. Immer wenn einer von denen mal länger als 4 Wochen Vorsitzender war oder mal gearbeitet hat, oh, ich habe einen Burnout, friss Globuli, Alter. Am Burnout, früher in meiner Kindheit, am Burnout hast du vielleicht gehabt, wenn dein halber Arm im Lagerfeuer weggebrannt war. Es war Burnout. Und dann hat sich, ja, hat sich auch keiner aufgeregt. Dann kam die Mama und hat ein Pflaster draufgepickt. Mehr wurde früher nicht gemacht, erinnert ihr euch noch? Wenn früher irgendwas passiert ist, egal was, dich hat's geschmissen mit dem Radl, alles war aufgerissen, das Gesicht weggeratzt und die Mutter, ich hol schnell ein Pflasterl.
Und dann hat die irgendwo in die Mitte ein Pflaster draufgepickt und hat so, er soll ein bisschen draufblasen, pusten, dann wird alles wieder gut. Oh ja, danke Mama, danke Mama. So war ich gepolt. Ich weiß nicht, einmal mich hat's, in der Schule hat es mich am Pausenhof geschmissen. Ich habe mir böse das Knie aufgeschlagen. Dann hat mir eine Lehrerin hat mir ein großes Pflaster drauf gemacht und dann wollte die weggehen und ich so, Entschuldigung, was ist jetzt mit Blasen? Ich bin ein Digital Immigrant. Und ich meine, es sitzen ja auch Leute hier, die vor 1966 geboren wurden. Die nennt man gar nicht Digital Immigrant, sondern noch Immigrants. Da verwendet man das Wort Digital gar nicht mehr. Das seid dann quasi nur noch so analoge Asylbewerber, die auf ein virtuelles Essen auf mobilen Festplatten warten. Ja, irgend sowas. Das ist, weiß man nicht. Ja. Das. Aber, hey, komm, nein. Nicht, dass jetzt die Leute sagen, ja, komm, jetzt steht hier wie so ein Alter auf der Bühne, der übers Internet lästert. Ich liebe das Internet, I like. Weißt du, für mich ist es auch Wahnsinn. Weißt du, wenn ich auf Tour bin, irgendwo, weißt du, so in der Welt, England, Schottland, Bremen. Jeden Morgen im Hotelzimmer gehe ich sofort auf süddeutsche.de, verstehst du, und gehe sofort rein und hole mir so ein Stück bayerische Heimat in mein Hotelzimmer. Ja, gut, ich liebe das Internet, aber ich kann mit diesen ganzen neuen Begriffen nichts anfangen. Da bin ich irgendwie Flashmob. Wo ist dieser Flashmob? Wer putzt auf wen? Ich bin auch keine Shitstorm-Generation. Ja, weil das Internet an sich ist ja eine feige Drecksau. Muss man mal so sagen, oder? Irgendeiner macht irgendeinen Fehler. Und im Internet kommen dann 200.000 anonyme Sparkos. Fehler gemacht. Shitstorm. Ja? Also wir haben damals noch dem Hausmeister von unserer Schule noch ganz analog selber vor seine Haustüre gekackt. Das war unser Shitstorm. Ja. Okay. Ich gebe zu, stellt euch vor, wenn 200.000 von uns damals vor seine Haustüre gekackt hätten, das wäre ein Fanal gewesen für die Freiheit in diesem Land. Ja, Internetmobbing haben wir auch nicht gehabt früher, oder? Mobbing gab's nicht. Wenn du ein Problem gehabt hast, bist du hingegangen. Hey, du, Fing oder was? Das ist jetzt so ein Satz wahrscheinlich, da sitzen jetzt alle außerhalb Bayerns. Was meintet ihr da, den Boden fegen? Was denn, wie sagen? Wieso ist das? Hey, Fing oder was? So war das damals am Volksfest, am Autoscooter. Ist man hingegangen. Hey, was ist das Problem? Ja, viel mehr ist uns damals nicht eingefallen. Da sind wir hingegangen. Wir damals mit unseren schwarzen Erdmann-Lederjacken. Wer sich daran noch erinnert. Das waren so Motorrad-Lederjacken und die hatten so Schulterpolster hier. Gut, ich sah drin mehr aus wie ein Erdmännchen. Also. Es war mehr wie so eine Jacke auf Beinen. Und ich war immer der Kleinste bei uns in der Gruppe. Und ich bin immer hin, wenn es darum ging, Großen anmachen. Hey, der ist groß, Michel, du gehst hin. So. Also bin ich hin, gut, erste Jacke. Und dann ich. Und dann ich so, hey, du. Hast du blöd geschaut? Was? Hast du blöd geschaut? Ja. Und sprichst mit meinen Kumpel. Ich bin nicht stolz darauf. Ich bin nicht stolz darauf. Ja. Hey, nein, bin ich stolz darauf. Und dann. Ja. Und dann kam immer einer von meinen Kumpels, der Stutz, der ist ja heute hier. Da verstehst du, das war dann eine Macht, verstehst du? Ein Typ, solche Schultern, Metzger vom Beruf, solche Hände. Und der einzige Mensch, den ich jemals gesehen habe, der in einer weißen Erdmann-Lederjacke nicht wie eine Transe aussah. Ja. Es war ein Typ Metzger, der brauchte kein Bolzenschussgerät. Geh her, du Sau. Ja. Es war damals einfach eine schöne Zeit, was? Verstehst du? Obwohl ich beneide die Jugend von heute
mit der Musik. Weil ich meine, ich habe immer schon immer abgefahrene oder schräge Musik gehört. Damals Ende der 70er und wir hatten keinen Zugang. Weißt du, heute lädt es einfach alles runter. Und bei mir hat es dann angefangen, damals Ende der 70er, ich habe angefangen, Talking Heads, Clash, Dead Kennedys, Fischer Set kam auf und bei uns, ja, im Plattenladen in Dorfen, da bist du reingegangen, ich hätte gern die neue Fischer Set. Nein, wir haben keinen Anglerbedarf. Da ging nichts, verstehst du? Wenn ich damals eine gute Platte haben wollte, verstehst du, dann musste ich nach München fahren, ins WOM. Applaus fürs WOM. Ist es nicht? Gerade hier ums Eck, verstehst du, vielleicht 200 Meter war der zweite WOM-Outlet, da ist man reingepilgert und hat man sich die Platten gekauft, die man haben wollte. Weil ich habe immer, wie gesagt, schräge Musik gehört. Meine Kumpels haben nur Rock gehört. Rock, Hardrock, ab und an Kuschelrock, aber sonst nur Rock. Und ich habe immer gedacht, scheiße, ich muss den einfach mal einen Punk beibringen, weil das geht doch nicht, nur immer Rock hören. Und dann 1983 traf es, dass die Toten Hosen bei uns ums Eck in Schwinkirchen im Rockhaus gespielt haben. Und es war damals deren erste große Deutschland-Tournee. Ja, Schwinkirchen. Ja. Und die hatten ja kurz davor diesen Hit, eisgekühlter Bommerlunder. Und ich habe mir gedacht, okay, ich lade die anderen ein. Und sage, Freunde, da ist ein super Konzert im Rockhaus. Wer spielt denn da? Die Toten Hosen. Ja, sind die Spritzer. Nein, das ist Punk. Ja, weißt du, bei uns in Dorfen, da gab es keine Punks. Es gab keine Punks am bayerischen Land. Hä? Da wären Kreuze aufgestellt worden. Ich war letztens in Altötting, da stehen die noch. Ja. Also habe ich gesagt, kommt mit ins Rockhaus Schwinkirchen. Punk-Konzert, Toten Hosen. So, wir kamen da an, wir waren die Einzigen in Erdmann. Gut, alle anderen waren auch schwarz, bunte Haare. Und so einige meiner Freunde, die hatten natürlich noch nie Punker gesehen. Hä? Weil einer meinte dann sowieso, hey, Miguel, was ist denn das? Und da musst du natürlich eine präzise Erklärung finden. Da habe ich gesagt, oh, du, das sind schwule Heavy-Metaler. Also. Und dann ging das Konzert los. Toten Hosen, wir haben uns ganz hinten hingestellt. Wir standen ganz hinten, Toten Hosen kamen auf die Bühne. Pogo-Wahnsinn. Es ging ab, verstehst du? Und bababa. So, meine Kumpels hatten auch noch nie Pogo-Tanz gesehen. Wir kannten nur Rock-Autismus. So, und vorne, boah, vor der Bühne und Schubs und so. Und ich stand so da und ich habe schon gemerkt, wie dem Stutz neben mir eine Frage auf den Lippen hing. Du, Michel. Ja. Was machen die da? Das ist Pogo-Tanz. Wie Pogo-Tanz? Die schubsen, die hauen. Ja, ja, das ist, darf man da, da darf man schubsen, da darf man richtig reingehen. Echt? Die mögen das, da kannst du voll reinhauen. Und die weiße Erdwand schob sich nach vorne und teilte das schwarze Meer mit bunten Blumen darauf. Und dann stand er in der Mitte, ein in weißes Schweinsleder gehüllter Monolith. El Stutz, um ihn rum Pogo-Wahnsinn. Und ich sah noch von der Seite so einen verhungerten Veganer-Punk. Weißt du, so ein Dürrer mit Spindelhaxen, so ein Weberknecht in Streifenhosen. Und ich hab gesehen, wie er anlaufen haben. Und ich stand noch da und sagte, nein, tu es nicht. Und er, endlich ein würdiger Pogo-Gegner. Er ist einfach abgeprallt. Der Stutz hat das gar nicht bemerkt, er stand nur so da. Hey, Spinnen da herin. Ja. Wow. Das aber. Und wisst ihr, so habe ich meinen Freunden den Punk erklärt. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Es gibt kein Foto davon. Es gibt keinen Film. Wir haben das im Herzen. Ja.
Wenn die Jungen schauen auf das, wie kein Foto. Ja, damals Fotoapparat, das waren solche Dinge, da hat man nicht so Digicams irgendwie gehabt, verstehst du? Und letztes Mal, da saß so ein Junge drin, meinte, ey, Alter, und was ist mit Fotohandy? Ja, super Idee, Fotohandy. Seien Sie Problem, es gab damals noch keine Handys. Anfang Mitte der 80er. Unser Handy war unser Auto. Damals in den 80ern, oder? Wenn du mit jemand reden wolltest, bist du hingefahren. Servus, hallo, was machen wir denn so? Servus. Das Auto, das war quasi wie heute WLAN-Zugang. Ohne Auto am bayerischen Land warst du raus, da warst du gar nichts. Und damals Autos waren halt nur Autos. Ja? Nicht so wie heute. Wie letztes Mal hat mir ein Freund angerufen, meinte so, du Michel, ich kann nicht kommen, Auto geht nicht, die Software spinnt. Die Software spinnt. Du kommst dir vor wie Kettwiesel. Früher Autos sind immer gefahren. Und wenn sie stehen geblieben sind, hast sie angeschoben, Pflaster drauf geblasen und dann sind sie wieder gefahren. Jawohl. Bester Satz ever, den ich gehört habe, auf einem Parkplatz vor einer Disco. Ich krieg mein Auto nicht auf, die Batterie im Schlüssel ist leer. Die Batterie im Schlüssel ist leer. Früher hatten wir noch Autoschlüssel, die Jungen wissen das nicht mehr. Autoschlüssel, sie wie Wohnungstür, rein, Auto. Und ein Autoschlüssel hat so reingesteckt und es ging immer auf, verstehst du? Gut, wenn es kalt war, was? Also nein, aber fast immer. Okay, pass auf. Folgende Geschichte hat sich wirklich so zugetragen. Ich bin nicht stolz darauf, aber okay, ich nenne keinen Namen. Pass auf, wir waren, es ist lange her, war irgendwann Mitte der 80er und wir waren auf einer Faschingsparty und es war 5 Uhr morgens, wir kamen raus und es war 10 Grad minus, draußen war Eis und Schnee, es war saukalt, wir hatten unsere dünnen Verkleidungen als geteert und gefedert. Und dann sind wir so rausgekommen und wir waren alle so in so einem Zustand. Wir wussten, einer von uns wird bald geschmückt. Wir wussten nur noch nicht, wer von wem. Wir hatten schon eine Packung Nürnberger Rostbratwürstchen dabei. So, auf alle Fälle, unser Fahrer stand dann am Auto. Es wäre auch wurscht, wer gefahren ist. Also, ich muss mir jetzt nicht drüber nachdenken. Es war einer von uns, musste fahren. Also, so, das ist ganz schädlich für die Jugendlichen. Darf man nicht machen. Darf man nicht machen. Höchstens, wenn alle besoffen sind. Nein, darf man auch nicht machen. Nein. Geht gar nicht, darf man gar nicht machen, überhaupt nicht. Auf alle Fälle, der Fahrer stand so, ich krieg das Auto nicht auf, die Schloss ist eingefroren. So, jetzt standen 4 betrunkene Männer um ein Auto und haben erstmal analytisch die Lage erfasst. Wir frieren. Minutenlang hat es gedauert. Wir kamen auch noch nicht auf die Idee, dass der Fahrer vielleicht mal einmal ums Auto rumgehen könnte und auf der Beifahrerseite probieren, ob da der Schlüssel vielleicht funktioniert. So weit waren wir noch nicht. Plötzlich einer von uns, ich habe eine super Idee. Warum, wenn wir rein wollen, schmeißen wir nicht eine Scheibe ein, dann können wir von innen aufmachen und können wir heimfahren. Wir waren fasziniert. So. Wenn 4 betrunkene Männer in ein Auto rein wollen, indem sie eine Scheibe einwerfen, gibt es ein paar Scheiben, die nicht wirklich Sinn machen. Okay, ihr habt richtig vermutet. Einer von uns hob einen riesigen Stein auf, stellte sich vor die Frontscheibe und hat die voll drauf, kein Scheiß. So, wir waren fasziniert. Weißt du, wie sich diese Risse auf der Scheibe weiterzogen? Das war wie ein Trip. Ich habe dann noch meinen MacGyver-Moment bekommen. Hey, ich habe mal gehört, wenn das Schloss eingefroren ist, dann kann man auch drauf pisseln, dann wird es warm und dann kann man aufsperren.
Und das haben wir dann auch gemacht. Wir vier standen da, die Freiwillige Feuerwehr von Dorfen. Und wir haben alles gegeben. So. Also, okay. Das Warmduscher Schloss hat sich eröffnet. Und wir sind nach Hause gefahren. Natürlich sehr langsam, aber wir haben nichts gesehen vorher. Die Scheibe war voll hin. Siehst du was? Nein, nicht. Wir sind so dahin gekrochen. Und ich war so, wir haben gedacht, so, ach du Scheiße, hoffentlich hält uns jetzt die Polizei nicht auf. Da sind wir alle dran, da sind wir alle raus aus dem Spiel. So, wir fahren in Dorfen ein, fahren durch Stadttor, so unter 20 Stundenkilometer, kommt uns ein Bullenauto entgegen. Oh, Scheiße, wir schauen geschlossen auf die rüber, die schauen auf uns rüber. Was sahen die? Vier Besoffene, die mit 18 Stundenkilometer durch die Stadt fahren, mit komplett zerstörter Windschutzscheibe. Und wir haben in deren Augen gesehen, die halten wir nicht auf, die sind wahnsinnig. Und sie haben uns nicht aufgehalten. Wir sind einfach weitergefahren. Sind heimgekommen, wir haben nie wieder über diesen Vorfall gesprochen. Nie wieder. Gut, heutzutage wird es wahrscheinlich gleich zu Karklas fahren. Ja? Aber jetzt stellt es mal vor, wir vier wären damals um 6 Uhr morgens völlig stramm gesoffen zu Karklas gefahren. Hey Meister, na her, Scheibe kaputt. Ja, schon feinste Risse können gefährlich werden. Hast du sehr recht, Meister. Was ist denn passiert? Ja, Steinschlag. Ich weiß. Ich glaube, es war eine Woche später oder so. Ich habe im Fernsehen eine Folge Raumschiff Enterprise angeschaut und saß so davor und war so. Ist euch das einmal aufgefallen? Bei der Enterprise vorne, die alte Classic, da war doch immer diese Windschutzscheibe. Und da sind Klingonen draufgeknallt, Romulaner haben draufgeschossen, Meteoriten sind draufgeflogen. Da war nie auch nur ein Kratzerle. Da war nie der Scotty, der gesagt hat, Captain, Starglass repariert, Starglass tauscht aus. Das war nie. Aber wenn man sich heute Raumschiff Enterprise anschaut, weißt du, mit der Distanz von 30 Jahren, gibt es schon so Details, wo man sich denkt, Zum Beispiel, auf der Brücke der Enterprise, da sitzen immer 9 Männer, eine Frau, Enterprise fliegt los, keiner ist angeschnallt und es piept nicht. Die fliegen mit Warp 9. Das ist 512-fache Lichtgeschwindigkeit. Wenn ich mit 40 Stundenkilometer ohne Gurt gegen einen Baum fahre, Servus Rinde, in einer Folge, da bremst der Scotty von 512 Milliarden Stundenkilometer auf 21 Stundenkilometer runter. Und die sitzen alle da, hey, das war super Bremsung, Scotty. Ich hätte mich fast bewegt, Wahnsinn. Unfassbar, oder? Es gab nie Gurte bei der Enterprise, bis letztes Jahr. Hat jemand den neuen Star Trek Film gesehen, Into Darkness? Die Szene, wo es dann plötzlich hieß, wir müssen jetzt noch mal schneller fliegen, jetzt wird's Wahnsinn, wo Spock sich an Steuer setzte und dann, was kam plötzlich? Sicherheitsgurte kamen automatisch plötzlich. Jetzt pass auf, ich habe diese Nummer zum ersten Mal 2012 gespielt. 2013 kam der Star Trek Film, Comedy bewirkt was. Okay.
Ich weiß, kommen wahrscheinlich wieder welche, die sagen, ja, der Mittermeier, Raumschiff Enterprise, ist er hängen geblieben auf den alten Serien, der kommt auch nicht weiter. Nein, stimmt nicht. Ich schaue so gerne neues Fernsehen. Die ganzen neuen Serien aus Amiland oder England, weißt du, Breaking Bad, Game of Thrones, The Wire, Boardwalk Empire. Wahnsinn. Aber was ist meine absolute Lieblingsserie seit 2 Jahren? Rate mal. Ja, das ist richtig. Ich bin schon froh, dass auch nichts Dialektisches kommt. Also nicht Serien im Dialekt. Ich habe, pass auf, in Bamberg gespielt vor einer Zeit. Und habe ich auch gefragt, und was ist meine Lieblingsserie? Und plötzlich einer, Gräser Nedomi. Ich hab sie verstanden. Und ich sage, kannst du mir wiederholen? Gräser Nedomi. Was ist das? Dann sag ich, du, vielleicht nochmal in langsam. Gräs. Ah, ne, Domi. Bis ich irgendwann drauf, Gräs Anatomy. Aber gut, ich meine, der Franke an sich hat natürlich mit dem Konsonanten nicht wirklich viel anzufangen. Das ist, also, ja. Franken. Franken hier? Ja. Ja, Franken sind die, die glauben, sie sind Bayern, aber. Aber ihr habt schon richtig gehört, meine absolute Lieblingsserie seit 2 Jahren, The Walking Dead. Ja. Also es ist kein Spin-off vom Musikantenstadl, by the way. The Walking Dead, eine Horrorserie. Die Untoten kommen zurück. Was? Andrea Berg auf Tour? Nein. So schlimm ist auch nicht. Und es ist eine Zombie-Serie. Und The Walking Dead, das ist das Härteste, was ich je im Fernsehen gesehen habe. Jetzt muss ich nur eins dazu sagen, ich habe eine Zombie-Phobie. Also ist wirklich wahr. Also, das heißt, dass ich in vielen Nächten wache ich auf, ich kann die ganze Nacht nicht schlafen, dann muss ich aufstehen, dann gehe ich runter und sperre nochmal alles zu, schaue, ob die Fenster verriegelt sind. Und es gibt wirklich, seit 27 Jahren auf Tour, checke ich jeden Backstage, kann ich absperren, wie viel Nahrung ist da, wirklich. Es gibt Momente, da stehe ich auf der Bühne, also nicht jetzt, aber da stehe ich auf der Bühne und denke mir, Scheiße, wenn die sich jetzt alle in Zombies verwandeln, was mache ich dann? Singe ich Patrona Bavaria, alle Schunkel mit? Nein. Viele fragen mich natürlich, ja, Mittermeier, wenn du eine Zombiephobie hast, warum schaust du dann aber Zombiefilme? Ich studiere deinen Gegner. Also, wisst ihr, ich liebe Oldschool-Zombie-Filme, vor allem deren Claims. Damals Zombie 1, als er rauskam, hatte diesen wunderbaren Werbesatz: Wenn in der Hölle kein Platz mehr für die Toten ist, kommen sie auf die Erde zurück. Hartz IV im Gruselfilm, ist es nicht Wahnsinn? Ja. Zombie ist ja Masse minus Hirn mal Beschleunigung und das macht mich so fertig. Du kommst in, weißt du, und für mich als Katholik, wir glauben ja an die Wiederauferstehung, deswegen macht mich das doch. Naja, wer war der berühmteste Wiederauferstandene der Weltgeschichte? Der Jesus. Technisch gesehen war er eigentlich ein Zombie, von den Toten wiederauferstanden. Gut, er hat besser ausgeschaut, weil sonst wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen im Neuen Testament. Oh Jesus, wollen wir noch mal über die Bergpredigt sprechen? Unser Leib ist dein Leib. Njam, 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 njam. Das Schlimme ist ja, dass du heute so diese Serien, auch so The Walking Dead, du schaust es alleine an zu Hause auf deinem Laptop, wahrscheinlich auf DVD oder runterladen. Früher war Fernsehen ein Gemeinschaftserlebnis, oder? Das heißt, die ganze Familie vom Lagerfeuer hat sich ja Folge Raumschiff Enterprise angeschaut. Und, aber Fernsehsender verlieren ihre Relevanz. Ich habe letztens mal 2 Kids in der U-Bahn belauscht. Eine, hey, was ist denn dein Lieblingssender? YouTube. Was schaust du denn da so? Ja, super Filmchen, ich habe letztens mal so einen Film gesehen. Das war echt abgefahren. Da war so ein Typ, der hat auf dem Tisch getanzt, nackt mit einer Feder im Hintern. Ja. Und wenn man es zum zweiten Mal einspielt, dann wird schon mitgeklatscht.
Der Wiesnhit 2015, Arschfeder-Shake. Ja, 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 ja. Nein, aber ich liebe auch YouTube, weil YouTube ist so toll, weil das für jeden was hat. Du kannst das Alte schauen, kannst aber auch das Neue schauen. Und manchmal, weißt du, so schaue ich auf YouTube alte Fernsehwerbung, die gar nicht mehr läuft. Also Jogurette-Werbung. Manchmal stehe ich nachts auf und hole mir eine von den Jogurette-Joggerinnen und auf YouTube. Weißt du, und dann schaue ich mir das so an und dann denke ich mir manchmal so, was machen die Jogurette-Joggerinnen heute beruflich? Sind es diese fetten, unsympathischen Drecksquallen, die nachts im Fernsehen Tarotkarten legen? Aber eines muss man zugeben. Ich habe seit den Jogurette-Joggerinnen nie wieder glückliche Jogger gesehen. Habt ihr schon mal glückliche Jogger gesehen? Nie. Damals, die Jogurette-Weiber. Ding, 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 ding. Joggen ist so schön. Es ist so schön, wenn hinten die Soße in die Ritze läuft. Ding, 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 ding. Wenn ich Jogger sehe, dann sind es immer so verzerrte Fressen. Hey, pass auf. Ich habe letztes Mal einen Jogger gesehen, der ist so gelaufen. Hey, das sind keine Behinderten, das sind einfach Leute, die sich verschätzt haben nach 400 Metern. Und zu mir hat letztes Mal einer gesagt, ja, ich jogge nicht mehr, ich fahre jetzt Segway. Segway, der Blackout beim Joggen. Kennt ihr Segway? Wer hat denn das erfunden? Saß ein verrückter Wissenschaftler irgendwo in seinem unterirdischen Labor so, ich werde ein Fortbewegungsmittel erfinden, wo die Menschheit noch dümmer aussieht wie beim Nordic Walking. Segway! Die schauen aus wie verhaltensgestörte Giraffen. Ist immer so schön. An der Ampel schauen die aus wie Erdmännchen auf Rädern. In München gibt es mittlerweile Segway-Stationen für Touristen. Wie die an einer vorbeigekommen, ich glaube am Odeonsplatz war das, und dann kommt einer, der Besitzer von der Segway, ah, Herr Mittermeier, wollen Sie nicht mal Segway ausprobieren? Und ich gesagt, nein, ich habe Beine. Ja. Wollen Sie nicht mal ausprobieren? Sag ich, nein, will ich nicht. Und dann meint er zu mir, ja, Herr Mittermeier, könnten wir dann wenigstens zusammen auf dem Segway ein Foto machen? Und ich gesagt, natürlich nicht. Und dann wurde der total pampig zu mir. Dann meinte der so, ja, aber der Oliver Kahn hat das gemacht. Und ich gesagt, ja, der Oli Kahn passt auch zu Segway. Ist mir aufgefallen, immer wenn Oli Kahn spricht, das hört sich an wie ein defekter Segway-Motor. Wahnsinn, ist es unsere Zukunft, Segway, die Fortbewegung? Gut, sind wir mal froh, dass es nicht schon vor 3000 Jahren erfunden wurde. Stell mal vor, damals das Wagenrennen bei Ben Hur. Schubs, gesto weg, du Sau. Und dann war ich echt geschockt. Vor 2 Jahren am Oktoberfest, da hat sich die bayerische Staatsregierung gedacht, haha, wir schaffen eine neue mobile Einsatztruppe der Polizei auf Segways. Habt ihr das gesehen? Bullen auf Segways. Was sollen das sein, die Schnellscheißergreifer oder was? Du kannst doch nicht auf dem Segway zur Massenschlägerei fahren, da kannst du ja gleich ein Brezen reinwerfen. Hörst du? Man, überleg mal, da bringen sich gerade 50 Leute um vor dem Bierzelt und dann kommt die geballte bayerische Staatsmacht. Kannst ja nicht stehen auf dem Scheiß. Stopp bitte sofort aufhören mit der Schlägerei. Ich meine, nicht mal Darth Vader würde auf dem Segway böse. Gut, dem Fritz hätte vielleicht ein Segway geholfen gegen Clint und Richard. Richard, hast du das gesehen? Ein Nazi auf Rädern. Sanfte Invasion. Ja. Gut.
gut, wir Bayern, wir kämpfen ja anders, viel subtiler. Ja? Das Oktoberfest ist unser Expansionsvehikel. Ist mir aufgefallen, dass überall in allen Ländern auf der Welt gibt es mittlerweile Oktoberfest. Brasilien, Amerika, Kanada, England, Bremen. Es gibt eine Wiesn in Katar. Ist wirklich wahr? Gut, in Katar gibt es auch eine Fußball-WM 2022. Ja, wenn die Arbeiter auf den WM-Baustellen das überleben. Das war eine super Idee, oder? Fußball-WM nach Katar, da wo die Wiesen noch grün sind unter der Kuppel. Football's coming home. Man, ich verstehe es. Ja, ich weiß, die Diskussion hat es geheißen. Ja, wir wollten jetzt auch mal eine WM in einem muslimischen Land machen. Ich verstehe schon, aber was ist so? Schweinefleisch nicht erlaubt, Alkohol verboten, da fahren ja wir bayerischen Fans gar nicht hin. Ich weiß gar nicht, ob man das Schweinsteiger überhaupt aussprechen darf. Okay. Lamm geht. Ja. Ein Oktoberfest in Katar, wie stelle ich mir das vor? Die Wiesenbedienungen alle im Burka, nur hier so ein Ausschnittsfenster. Und in den wer singt denn da in den Wiesenzelten? Sind es dann Kopien von bayerischen Wiesenbands? So die drei Zwidern vom Gazastreifen? Und die singen dann Wiesenklassiker noch ein bisschen anders. Der berühmte DJ Özlem, ich bin so stark, ich bin so toll, ich bin der Yusuf aus Kabul. Aber ich sage euch eins, wenn der Taliban irgendwann die Wiesen für sich zum Feiern entdeckt, dann geht's ab, Freunde. Al-Qaida, Al-Qaida, Al-Qaida der Gemütlichkeit. Wir Osama, Osama, wir Osama, Osama, uns vor Grabe. Ja, gut, wenigstens ist ja friedlich. Es ist, boah, ich sag's euch, aber in Bayern, auch hier sitzen viele, in Niederbayern kam es zu spontanen Selbstverbrennungen. Da wurde ich beschimpft, du entweihst unser bayerisches Trinklied. Glauben viele, oder? Ein Prosit der Gemütlichkeit, dass es ein bayerisches Trinklied ist? Ist es aber nicht. Ein Prosit der Gemütlichkeit wurde komponiert 1898 von einem Herrn Bernhard Dittrich aus Chemnitz in Sachsen. Naja, gut, so hat sich wenigstens damals die Originalfassung nicht durchgesetzt. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Zweckschiffe. Kannst du Ikea gehen? Ich hätte gern das Endzweckschiff. Ja, mit den Oktoberfesten in der Welt expandieren wir Bayern. Die Wiesenzelte, das sind unsere trojanischen Pferde. Da sitzen unsere besten Kämpfer und Säufer drin. Und wenn dann der Schlachtruf ertönt, Leberkäse, dann schlagen wir zu. Trojanische Zelte, das trojanische Pferd, ihr erinnert euch. Ha? Troja damals ist untergegangen. Troja war ein Weltreich. Aber warum ist Troja untergegangen? Weil Pferd drin war und kein Aufkleber drauf. Was an der Stelle muss ich noch mal zum Pferdefleischskandal, weil ich habe was völlig Abgefahrenes damals gehört. Also, damals, als wir alle Pferdefleisch, haben sie in Schweden, in Ikea-Restaurants, in der Elchlasagne Schweinefleisch gefunden. Großer Skandal. Ich wiederhole es noch mal. Sie haben in der Elchlasagne Schweinefleisch gefunden. Wer frisst denn Elche? Das sind die Freunde von Rudi Rentier mit der roten Nase. Was kommt denn als nächstes? Skandal. Da ist ja Thunfisch in meinem Delfinsteg.
Also ich bin letztes Mal, weißt du, nachts, weil ich hab gerade die dritte Staffel Walking Dead geschaut und dann war ich so, irgendwie hab mir so gedacht, so, hey, glaubt ihr, dass bei Zombies auch mal einen Gammelfleischskandal gibt? Da steht so einer da, hey, da war ein Engländer in meinem Deutschen. Oder gibt es Bio-Zombies? Gesundheitsbewusste Untote. Die fressen keine Großstädte aus Massenmenschhaltung, sondern nur freilaufende Bauern aus der Oberpfalz. Nicht mal Zombies würden Köttbullar fressen, oder? Beschweren sich alle. 20 Millionen Köttbullar wurden zurückgerufen von IKEA. 20 Millionen Köttbullar. Und die Leute haben sich beschwert. Mein Köttbullar war scheiße drin. Entschuldigung, wenn jemand etwas isst, das Köttbullar heißt und sich danach beschwert, da war scheiße drin, go fuck yourself. Ha? Köttbullar. Köttbullar, das ist quasi der trojanische Elch. Ja, die Schweden, die verarschen uns. Wie damals die Griechen, die Trojaner. Ihr erinnert euch, der Krieg um Troja. 10 Jahre sind die Griechen angerannt gegen die Mauern von Troja. Damals haben sie noch Kohle gehabt, die Burschen, verstehst du? 10 Jahre, es hat nicht funktioniert. Und dann sind sie in einer Nacht am Lagerfeuer gesessen. Hey, du, ich glaube, ich habe eine super Idee. Pass mal auf. Wir haben noch ein großes Holzpferd. Das heißt, da tun wir unsere besten Kämpfer rein und dann stellen wir das vor die Tore, die ziehen das rein und dann metzeln die alle nieder. Das funktioniert nie, Alter. Doch, wir machen Aufkleber drauf, ist umsonst. Das könnte gehen. So, stellen das große Holzpferd vor die Tore von Troja. Die Trojaner schauen oben raus, komplett Blackout im Hirn. Ist umsonst. Ziehen wir rein. Ich meine, was machst du mit einem 15 Meter hohen Holzpferd? Braucht man, weil es umsonst ist. Und daher kommt der Ausdruck, am geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Wisst ihr, wie der Krieg um Troja passiert ist? Wie ausgelöst wurde? Wisst ihr das? Helena. Helena wurde entführt von einem Trojaner von Paris. Helena, die damals schönste Frau der Welt. Eine Griechin. Und es begab sich damals meine große Griechengötterparty. Jetzt machen wir ein bisschen Geschichte. Also eine große Griechengötterparty. Bungos, Bungos. Ne? Und dann kam die Göttin der Zwietracht. Josef war ihr Name, glaube ich. So, sie kam und sie warf einen goldenen Apfel in die Mitte. Und auf den goldenen Apfel stand, später wurde er der Zankapfel genannt, da stand drauf, für die schönste Göttin. Jetzt waren 3 Göttinnen anwesend. Hera, Athene und Aphrodite. Und alle 3 haben gesagt, ich bin die Schönste. Nein, ich bin die Schönste. Nein, ich bin die Schönste. So. Und jetzt mussten sie einen Schiedsrichter auswählen, der dann sagt, wer sei die Schönste von den 3. Sie wählten Paris, den Prinz von Troja, nachdem dann 3000 Jahre später die Kondome benannt wurden. Und Paris musste entscheiden. Alle 3 Göttinnen wollten ihn beeinflussen. Und jede hat ihm was versprochen. Eine hat gesagt, du kriegst die Weltherrschaft. Die 2. hat gesagt, du kriegst Weisheit. Und die 3. hat gesagt, ich schenke dir die Liebe von der schönsten Frau der Welt zu dir. Was hat er wohl genommen? Weisheit, er war ein Mann, Weltherrschaft, er war kein Deutscher. Also hat er sich fürs Pimpern entschieden. Und er hat Helena von den Griechen entführt. Und so brach der Trojanische Krieg aus. Wegen der schönsten Frau der Welt. Und das gibt mir Hoffnung, Freunde. Wenn die schönste Kriege auslösen kann, dann sehen wir Deutschen mit unserer Kanzlerin friedlichen Zeiten entgegen. Ja, der Blackout Trojas, Troja ging unter. Und was entstand daraus? Rom, weil Aeneas war geflohen aus Troja, hat dann Rom und den italienischen Fußball gegründet, fliehen vor dem ersten Feindkontakt. Und dann wurde Rom eine Weltmacht.
Und alle mussten Latein lernen. Alle waren sauer. Aber Latein hat so was Edles. Finde nicht immer, wenn es um die Römer geht. Die Römer, die waren edel. Alia jacta est, veni vidi vici. Latein ist einfach, hört sich immer so edel an. So Sätze wie, necesse est, linguam tuam palate meam circum ludere. Das hört sich nach Größe an. Heißt übersetzt so viel wie, es ist notwendig, dass deine Zunge meine Eichel umspielt. Für die Jüngeren unter uns ist es eine Metapher zwischen zwei Eichhörnchen. Und dann ging Rom unter wegen seiner Dekadenz. Weil wir Bajuwanen und Germanen standen vor den Toren Roms, unser Heerführer in weißen Schweinsle. Opa, opa, kommt's raus, ihr Oberfeldtreiber. Hey, jetzt seid's mit eurem Latein am Ende. Die waren am Ende. Ein Drittel der römischen Soldaten waren im Puff, ein Drittel war am Saufen. Und dann haben sie gesagt, wer ist denn noch da? Wen können wir noch rausschicken? Schickt die Streitwägen. Und die haben wir dann alle niedergemetzelt. Ja, die Dekadenz hat Rom vernichtet. Und ich habe Angst, weil diese Gesellschaft, wir sind langsam kurz vor Rom. Also egal wo ich, weißt du, das ist, hinschau, alles ist so, also ich bin früher noch so unschuldig aufgeklärt worden vom Fernsehen. Tutti frutti. Heute noch, wenn ich eine Obstschale sehe, kriege ich einen Ständer. Aber der Wahnsinn ist, egal in welcher Stadt ich toure, überall hängen Plakate für eine Porno- oder Erotikmesse. Und das Härteste, oder eine der Schönsten, was ich erlebt habe, ich habe in Basel gespielt, vor gut 2 Jahren, und in der St. Jakobshalle in Basel. Und da war es so, das ist eine Riesenhalle und unter dem Dach sind 2 große Hallen. So, und in der linken Halle habe ich gespielt, Mittermeier, Achtung Baby, in der rechten Halle, Erotikmesse, Ekstasia. Und ich war so zum Veranstalter, sag mal, spinnt hier? Wie können Sie das zeitgleich veranstalten? Das geht ja überhaupt nicht. Wer soll denn da zu mir kommen? Da laufen die Schweizer rum monatelang. Wo sollen wir hingehen? Hä? Mit der Meier oder Ekstasia? Lachen oder ficken? Ich weiß es nicht. Gut, Gott sei Dank war ein Ausverkauf bei mir. Ich war froh. Okay, beide Vorstellungen ausverkauft. Da kam ich hoch am ersten Abend. Und trotz Ausverkauf, da gingen sicher 200-300 Leute ab. Und ich dachte mir, okay, Schweizer, komm später. Ah, nein, nach 20 Minuten, die kamen nicht mehr. Und ich war so, ach du Scheiße, die haben meine Tickets gekauft und sind dann vorne an der Halle in den falschen Gebäudetrakt gegangen. Und da saßen die mit meinen Tickets jetzt seit 20 Minuten in der Ekstasia, Schweizer halt. Der Mittermeier ist schon eine geile Sau, er war schon mal lustiger, hä? Hey. Okay. Ich gebe es zu, auch wir sind dann auf die Erotikmesse Ekstasia gegangen. Wir haben so einen Flyer gekriegt und da stand drauf: Starcaster Ekstasia, Mr. Lexington Steel. Nicht zu verwechseln mit Remington Lexington Steel, besser bekannt unter seinem Pornosynonym Mr. 35 Zentimeter, 35 Zentimeter. Hey, der kann sich unbemerkt auf einem Elefanten-Gangbang einschleichen. 35 Zentimeter. Und ich habe dann Mitleid mit dem bekommen, dachte mir, ach du Scheiße, wirst du denn schon so geboren? Du bist dann irgendwie, als Jugendlicher bist 1,40 groß, ziehst aber dann schon das so hinterher. Ich bin kein Elefant, ich bin ein Mensch. Was, und dann beim ersten Date, du konntest ja auch nicht gleich sagen, hallo, servus.
Aber wie versteckst du den dann da drin? Ringelst du den auf wie so eine Nussschnecke? Und sie dann, komm, zeig doch mal. Na, besser nicht. Doch, zeig doch mal. Ich hol nur mal schnell den Laubbläser. 35 Zentimeter. Ich meine, gut, was kannst du anders beruflich werden, außer Pornodarsteller mit 35 Zentimeter? Okay, du kannst 100-Meter-Läufer werden. Du läufst nur 70. Bin schon da. Zentimeter. Aber wenn die Zombies kommen, dann ist er arme Sau, der Lexington, hä? Also, die längste Fleischwurst der Welt. Gehst du runter da, gehst du runter da. Oh, schon wieder Zombies, oh, schon wieder. Oh. Immer wenn die Zombies in meinem Kopf kommen, dann gehe ich ins Internet auf YouTube und dann schaue ich mir eine Folge Bob Ross an. Was ist so zum Runterkommen? Kennt ihr Bob Ross? Viele kennen das. Sprech schon ruhiger. Lief früher auf BA Alpha. Könnt auch im Netz anschauen. Das ist so Cat Wislof Valium. Ich weiß nicht, wer das nicht kennt. Das ist so, das ist ein Weißer mit Afro, mit roter Afro-Frisur. Und der malt Ölbilder. Und er erklärt uns, den Zuschauern, wie man Ölbilder malt. Telekolleg, aber auf eine ganz eigene Art und Weise. Und der redet dann immer so dazu: Well, we're gonna paint a sky. Yeah, we brush a little here. We brush a little there. Oh, we're gonna make some clouds. Happy little clouds, yeah? Oh, look at this, all these clouds. We do it fluffy, 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 fluffy. Very lightly here, yeah. I'll put a layer of clouds there and a layer of clouds there. You can put every layers everywhere you can in your own world. Fluffy, fluffy. Hey, Bob Ross anschauen. Das ist wie Kiffen ohne Inhalieren. Und ich hab mir immer gedacht, so, das muss ja der Mörderkiffer gewesen sein vor dem Herrn. Aber wisst ihr, was der beruflich war, Bob Ross, bevor der Maler im Fernsehen wurde? Der war 20 Jahre lang Drill Sergeant bei der US Air Force. Das ist wirklich wahr. Und ich war so, wie ist denn das abgelaufen? Der stand vor den Soldaten. We kill a little here. We kill a little there. Und immer wenn er mit dem Pinsel abrutscht, dann sagt er diesen Satz. We don't make mistakes here, just happy little accidents. Den hat er von der US Air Force. Wenn sie mal wieder in Pakistan aus Versehen eine Hochzeit bombardiert haben. We don't make mistakes here, just happy little accidents. Diese Stimme. Ich habe mir immer gedacht, ich stell mir vor, wenn Bob Ross Pornofilme synchronisieren würde. Huh? We fuck a little here. We fuck a little there. Ja, ich weiß, ich habe es versaut jetzt für alle. Jetzt kann keiner mehr Sex haben, ohne dabei an Bob Ross zu denken. Ja? Aber ich sage euch eins, wenn der große Blackout kommt, dann hätte ich gern, dass Bob Ross wieder aufersteht. Als netter Zombie, weil einer muss das Schlussbild malen. Ganz analog, weil wenn kein Strom mehr da ist, muss einer malen. Wie damals Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, das jüngste Gericht. Bob Ross malt das Bild vom Blackout. Oh, we take some black. Yeah, black. Mix with black and black. Black, more black. Yeah, some black fluffy here. And black, black a little here. Black a little. Happy little zombies. Oh, Segway. Zwentendorf. Aber was wird passieren, wenn der große Blackout kommt? Hm? Vielleicht nix. So wie damals 2003, damals in New York. Alle waren in Panik. Meine Plünderung, was wird passieren? Und dann war es das Einbruch. Und kriminalitätsärmste Wochenende des ganzen Jahres 2003. Ich kann mich nur so erinnern, wir saßen in Restaurants, in Kneipen bei Kerzenschein und haben so gequatscht. Hey, wo bist du hier? Deutschland. Wie heißt du? Fritz. Wow. Und was hat die Mama früher gesagt, wenn der Fernseher ausgefallen ist und schwarz wurde? Geht's raus zum Spielen. Wenn der große Blackout kommt,
Dann ziehen wir uns alle unsere weiße Lederjacken an und dann gehen wir raus und spielen miteinander. Black. Out. Das war der Blackout und ich möchte euch noch ein Bild mit nach Hause geben. Ihr kennt alle den Ausdruck, die Story von der toten Sau erzählen, oder? Hier in Bayern kennt man den. Die den Ausdruck nicht kennen, also wenn einer sagt, hey, erzählst aber die Story von der toten Sau, dann heißt es so viel wie, ja komm, jetzt lügt ein bisschen, jetzt dreht ein bisschen am Detail, jetzt tut er halt ein bisschen so rum. Und aber dieser Ausdruck musste irgendwann ja erfunden werden, die Story von der toten Sau erzählt. Und ich war dabei. Und es trug sich zu. Es ist viele Jahre her, es war damals auch irgendwie Mitte der 80er, Grillfest Fischerverein. Ich weiß nicht, ich glaube 50 Jahre oder was? Wie viel war es? Wie viel? 50 Jahre. Gut, 50 Jahre Fischerverein. Da hat es gesagt, wir müssen eine Sau grillen. So. Und wer kann die bringen? Stutz hat gesagt, freilich. Bring mal zur B. Und ja, und irgendwie der Fleischdealer hat, wie verstanden, wirklich eine Sausauer. Also so eine bis zu deppert Mördersau. Und wir haben dann ausgemacht, okay, wir holen die Sau ab beim Stutz, 14 Uhr, Samstagnachmittag, fahren wir alle hin, quasi, alle waren wir da und gesagt, wir holen die Sau ab. Okay. Dann haben wir geläutet und gesagt, Stutz, wo ist die Sau? Hinten in der Badewanne. Man hatte das Bild, weißt du, so eine Schaumkrone. Nein, die war in der Wanne, die wurde gesurrt, die Haare weg, also rasierte Raute, ihr kennt das Ganze. Und wir dann alle, boah, die ist groß. Und so, ey, Stutz, wo ist denn der Anhänger? Ich hab keinen Anhänger. Wie sollen wir die transportieren? Du hast ein Auto, Michel. Ja, ich hab ein Auto, ich hab einen Golf-Diesel gehabt, verstehst du? Einen kleinen Golf-Diesel hab ich gehabt. Und ich hab gesagt, die bringen die Sau nicht rein, ich hab eine ganze Tonanlage hinten drin. Das geht ja gar nicht. So, und dann habe ich mich erinnert, ah, Stutz hatte einen Buggy. Kennt ihr noch diese, aus den 80ern, diese Buggys mit den, also nicht die Kinderbuggy, sondern mit diesen großen, geschwungenen Reifen, hellblauer Buggy, sah wunderbar aus. Und dann haben wir gesagt, hey, das wäre doch eine super Idee, wir machen das Dach ab und die Seiten, wir setzen die Sau auf den Beifahrersitz und dann fahren wir damit zum Grillen. Das haben wir dann auch gemacht. So, Sau hingesetzt, dann haben wir noch versucht, mit so Streichhölzern die Augenlider so offen, ja, nur ein Auge blieb offen, so, die Sau. Wir haben sie angeschnallt, die Sau, war ja kein Raumschiff. Ne? So, und dann sind die Sau, der Stutz und ich durch Dorfen gefahren. Nicht nur einmal! Wir sind, ich weiß nicht, 10-mal ums Eiscafé Venezia rumgezirkelt. Und ich werde nie wieder die Gesichter der Menschen vergessen, die damals beim Eisessen saßen. So viele von denen haben noch ihren Kindeskindern erzählt, hey, kennst du eigentlich die Story von der toten Sau?
Und ob sich die Geschichte... Ja. Und ob sich die Geschichte wirklich so zugetragen hat, ja, das weiß nur das Schwein, Freunde. Das weiß nur das Schwein. Ja. Und in diesem Sinne sage ich danke, gute Nacht. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, also mir hat es hier echt getaugt. Also der Raum rockt, leck mich am Arsch. Bis super. Jawohl, vielen Dank.